Moin Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Da sind wir am Start und wir müssen mal ehrlich sagen, so ich bin so fleißig gewesen, was die Programmgestaltung betrifft, wie schon seit langem nicht mehr und habe mich aus meiner Sicht der Dinge absolut selbst übertroffen. Aber kein besser, Lob. Besser geht nicht. Besser geht nicht, Alter. Drop, Alter. Perfekt, Alter, besser geht nicht, ehrlich. Und naja, auf jeden Fall, nachdem wir das Gurkenduell jetzt gecancelt haben, es kein Gurkenduell mehr geben wird, an der Stelle vielen Dank nochmal für alle Leute, die dort bei den Umfragen mitgemacht haben. Es hat 2 Folgen lang Spaß gemacht, aber wir haben gedacht, es hat nicht so viel Spaß gemacht, deswegen wollen wir das jetzt nicht mehr machen, sondern wir machen jetzt nur noch was, was noch viel mehr Spaß macht und da werden wir das ein kleines bisschen umändern und zwar habe ich ein kleines bisschen was vorbereitet, ich bin die Woche über so ausgerastet, ich habe nicht nur einmal was vorbereitet, ich habe sogar 3-mal was vorbereitet, theoretisch könnten wir bis heute morgen früh um 5 irgendwie streamen, aber ich musste mich dann am Riemen reißen, ich habe dann quasi von den 3 vorbereitenden Sachen noch Sachen zusammengepackt, damit ich irgendwie, weil ich denke, ja, das muss auch noch mit rein und das muss auch noch mit rein und irgendwie hatte ich richtig Bock. Naja, auf jeden Fall wird heute ein neues Quizformat machen, was eigentlich auch schon ein bisschen älter ist, was es da schon mal gab. Viele von euch wissen wahrscheinlich auch, in welche Richtung es geht. Allerdings müssen wir vorher einmal die Teams festlegen. Ich werde in diesem Format immer die Moderation übernehmen. Das heißt, ich werde immer derjenige sein, der am besten aussieht, weil er ja schon alle Antworten kennt. Das heißt, wenn ihr mal nicht Bescheid wisst, dann vertraut auf jeden Fall auf meine Meinung. Ich weiß es auf jeden Fall, was abgeht. Jetzt müssen wir natürlich mal reinhauen und erstmal bestimmen, wer zusammenspielt. Und da würde ich einfach über eine Abstimmung einfach mal machen, die ich jetzt einfach mal ganz kurz ins Ding ins Rede. So, Chrissy, Alter, kriegt jetzt erstmal ein Timeout. Was? So schnell geht's. So. Bisschen Timeout versetzen. So, zip, zap. So, ist Random Timeout nicht eigentlich mein Job? Ich wollte gerade sagen. Ist ja nicht random, ist ein Job. Ist ja gar nicht random getimeout. Zielgerichtet so. So, Leute. Dazu mache ich jetzt einfach erstmal kurz eine Umfrage. Und wir werden es einfach so machen. Einer von den Jungs wird mit dem Chris zusammen zocken und da würde ich jetzt einfach als erstes mal die Abstimmung machen. Wer zockt mit Chris? Und ich gebe das mal kurz ein hier. So, Daniel, Selçuk oder Tim. Und let's go! Unangenehme Stille halt eben so. So, Leute, Abstimmung läuft, Leute. Ihr dürft die machen das extra, das ist so klar, Alter. Braucht man gar nicht drüber zu reden. Was passieren wird. Wir werden die Teams aber beim nächsten Mal auch durchwechseln, sodass immer eine Fluktuation das da drin mal ist. Das nächste Mal fragst du, wer zockt heute mit Selçuk, okay? Ja, es wird spannend, Leute. Es wird spannend. Ich wusste es. Ich hab gesagt, lass uns trainieren zusammen, Selçuk. Warte kurz. Daniel, das ist doch knapp dran, Alter. Ja, ganz knapp. Ganz enge Kiste. Knappe 7%. Immerhin. Ja, die Leute wollen, Drama haben. Vor allem so ganz im Ernst, Leute, auch echt mal ein bisschen Schande über oder Asche auf euer, also nee, Schande über euer Haupt. Also, die Abstimmungsbeteiligung ist sonst immer echt unterste Kanone, aber wenn es jetzt mal wieder geht, Chris und Selçuk reinzureißen, da sind sofort alle dabei. Ne? Das ist ja echt toxisch, Leute. Leute, alle für Daniel oder Tim gestimmt haben, ihr könnt euch das doch mal überlegen. Ja, man kann noch umstimmen hier. Ja. Ich gebe meine Stimme für Tim rein hier, so ein Ding ist das. Oh, schön. Ja, dann kapp ich jetzt meine Stimme an Daniel, so. Jeder kann froh sein, mit Chris zu spielen, weil er alles weiß. Ich weiß, ein bisschen unfair, deswegen wechseln wir das ganze Ding auf jeden Fall auch eben ab. Gut, Abstimmung hier, alles easy, damit ist es auf jeden Fall klar. Chris zockt zusammen mit Selçuk und der Daniel zockt dann zusammen heute mit Tim um Ruhm und Ehre und es wird hoffentlich ein Gemetzel. Inspirieren lassen habe ich mich eigentlich, weil ihr wisst, ich bin auf dem Zockwochenende mit dem Smiller gewesen, bin auf der LAN-Party gewesen und der hat ja für uns auch schon mal eine Meeple-Forn-Folge gestaltet und da haben wir das Nerd-Quiz gemacht, so als Sonderformat und auch da hat es ein Nerd-Quiz gegeben und da habe ich mir gesehen, eigentlich ist das echt so ein, macht das richtig Bock und da bin ich auch froh halt eben,
dass der Basti so verunfallt ist, dass das Gurkenduell weggefallen ist. Jetzt haben wir nämlich einen Sendeplatz frei, um diese geile Scheiße hier abzufackeln. Und ich würde einfach jetzt mal kurz einblenden. Technik, keine Ahnung, Leute, Probelauf, weiß nicht, ob es alles so hundertprozentig geht. Aber wir schauen mal rein, Alter. Es ist Jeopardy Time! Und der Papa hat sich 35 Fragen ausgedacht. Endlich mal. Immer normal sitze ich immer da nur mit der letzte Affe, weißt du, hinten auf dem Sozius, der letzte Affe. Immer letzter Platz, eine Krone, Smart Tim und tralala, hoffsasa, Junge. Heute sitze ich an den langen Hebel, mir scheißegal. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, Leute. Also, was bei uns im WhatsApp abging, war ungefähr so: Boah, Leute, ich bin so geil. Ich bin so geil, Alter. Wenn ihr wisst, was ich gemacht habe, es ist der Hammer. Ich bin so geil. Ich wünschte, es wäre schon Sonntag. Und jetzt ist es soweit. Es schon Sonntag sein. Ich hab so Bock, Mann. Die ganze Zeit klingelt mein Handy und ich denke mir, fuck, ich muss noch arbeiten. Ey, das ist ohne Scheiß. Das ist genauso, wie wenn Typen so in der Disco erzählen: Boah, glaub mir, ich komm heute Abend mit zu dir. Ich bin der beste Ficker, den du jemals kennengelernt hast. Und dann ist zu Hause nur al dente, Alter. Genau so ein Ding ist das heute, glaube ich. Ja, ich übersteuere selbst wieder rumschreien. Die miese Prognose hier. Ich glaube, Stefan, ja, Stefan, das Problem ist halt, der Stefan, das ist wie mit seinem, wie hieß das Ding nochmal, was wir gezockt haben, Legacies. Weißt du, wenn du zu krass raushaust, zu krass, das ist das Beste, dann kannst du nur fallen, Alter. Okay, Leute, schickt mir eine Nachricht, wer möchte für Chris heute einspringen und mit Selçuk mitmachen. Oha, Alter, richtige Diktatur hier, Alter. Das ist anderthalb Stunden Timeout jetzt. Da kommen sie. Die Einsen. Oh Gott, ja. Genau, eure Gesichter kann man dir leider nicht zeigen, sonst hauen die Zuschauer ab, Leute. Sorry. Ja, Emanuel ist erst recht nicht, Alter. Der Erste, die Eins geschrieben hat, Leute. Nur hübsche Menschen, deswegen sind wir so erfolgreich. So, Leute, nee, das wird hier kein Jeopardy, weil ich muss ehrlich sagen, Jeopardy ist nur was für schlaue Leute und so schlau sind wir alle nicht, auch ich nicht bei der Fragestellung, weil das Original Jeopardy, falls ihr es kennt, wird die Antwort gegeben und du musst die Frage dazu erraten. Das habe ich schon als Kind nie verstanden, verstehe ich auch als Erwachsener heute noch nicht, wie die das immer so cool gemacht haben. Deswegen ist es einfach nur, ja, die Punktevergabe vom Jeopardy und die Fragen habe ich mir alle selber ausgedacht und deswegen pöllern wir einfach so einen raus. Ich habe es natürlich so ein kleines bisschen so gestaltet, dass eventuell jeder ein bisschen was von seinem Wissen reinbringen könnte. Man muss allerdings auch dazu sagen, es kommt ja auch immer ein bisschen auf die Paarungen an. Ne? Wenn jetzt da zwei High Ones in einem Boot sitzen so und beide rudern in die falsche Richtung, dann drehen die sich natürlich nur im Kreis und werden auf jeden Fall letzter werden. Dementsprechend weltweise. Als Erstes möchte ich mal euer Teamnamen hören hier. Chris und Selçuk, ihr müsst euren Teamnamen euch ausdenken und Daniel und Tim ja, auch. Selçuk hat den vorhin schon gedroppt, ich habe den Namen vergessen. Selçuk, wie sind wir nochmal? Ja, er hat einfach die Sendung danach genannt. Ist egal, wie ist unser Team dann auch. Kein Problem. Er hat die Sendung nach uns benannt. Wir sind, ja, die, Brothers, okay. Wir sind die Brothers of Destruction. Brothers of Destruction. Genau, Tim, wer sind wir denn? Irgendeine Idee? Dumm und Dümmer. Ihr seid die nur die Two Brothers, einfach nur. Ihr seid Dumm und Dümmer, Alter. Das ist zu lang sonst einfach nur, ne? Weiß ich nicht genau. Ich kann mal gucken, wie lang. Nee, man kann es richtig, nee, man kann richtig lang Harry machen. Und Lloyd. Harry man kann es sehr lang machen. Also, die Brothers of Destroyer, oder was? Nein, Destruction. Brothers of Destruction. Und Dumm und Dümmer, bitte, Alter. Harry und Lloyd. Die Jungs dürfen sich selber Namen aussuchen, Alter. Ey, das ist doch die Christopher Turek Show, Alter. Nein, das ist nicht Christopher Turek, das ist die Boardgame Digger Show hier heute, also auf Mippelporn. Ich würde sagen, wir sind Chris und Selçuk, oder, Daniel? Chris und Selçuk. Aber das ist schlecht, dann können sie ja nur, das können sie ja nur gewinnen, das bringt dann, das darf ja auch nicht sein. Das können wir natürlich machen, aber dann Kalif, Selçuk und Christian. Ja, Kalif, Selçuk und Christian finde ich gut. Oh, Chris, Alter. Wenn wir von Kalif, Selçuk und Christian besiegt werden, Alter, dann reißt ich den Kopf ab. Als ob, Digga. Du weißt, dass wir bei den Meisterbrains sind. Das Ding ist halt, das Problem ist halt, dass der Tim den Daniel am Bein hat. Das heißt, Tim wird es heute schwerer haben zu gewinnen. Ich glaube eher, Daniel hat Tim am Bein. Ich habe gedacht, unser Name ist lange, Alter. Okay, alles klar. Damit, falls nachher Leute noch zuschalten, ich schreibe mal die normalen Namen dahinter. Ihr wisst es, schalten manchmal Zuschauer von anderen Kanälen hier rein. So, die wissen dann gar nicht, was abgeht.
So, Leute, kurz zu den Spielregeln. Insgesamt hatte ich mir erst gedacht, komm, wir machen 25 Fragen. Dann bin ich auf 30 hochgegangen, habe gesagt, komm, 35 Fragen müssen schon irgendwie sein. Und deswegen gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Kategorien A5 Fragen. Wobei es hier tatsächlich klassisch so ist, die 100er Frage ist 100 Punkte wert, die 500er Punkte ist 500er Punkte wert. Wir werden noch alle Fragen spielen, unabhängig davon, ob einer nachher rechnerisch so weit vorne ist, weil wir dann einfach die Differenz festlegen, wie groß die Schmach dann sozusagen ist für den Verlierer. Es geht hier nicht um zu gewinnen, es geht hier einfach nur darum, die Verlierer möglichst schlecht aussehen zu lassen. So ein Ding ist das. Nur, dass wir uns das dafür... Also das heißt, wir sind dann so wie bei einem Fußballspiel. Das heißt, nach dem 8. Tor hören wir nicht auf, wir wollen 15 haben. Ja. Wir wechseln dann noch das blinde Mädchen ein und lassen die auch noch ein Tor schießen. Ja, im Zweifelsfall. Die Kategorien, die ich mir ausgesucht habe für dieses Game, wie gesagt, ich hatte 3 sogar vorbereitet. Es war ganz schwierig, welches ich nehmen wollte. Ich habe einfach jetzt dieses genommen. Wir haben einmal Kategorie Nintendo, Kategorie Filme, Kategorie Brettspiele, muss natürlich mit am Start sein, Kategorie Cartoons, Kategorie Spielberg, Kategorie, wer weiß sowas, das ist eine Überraschungskategorie, da kann alles drin sein, Leute, da kann wirklich alles drin sein. Und dann haben wir die Kategorie Filmmusik noch. Aber ich bin etwas enttäuscht, Stefan, muss ich direkt schon mal vorne sagen. Darf ich dich direkt schon mal kritisieren oder noch nicht? Ja, kannst du sehr gerne versuchen, dann mach ich schon mal minus 100 hier. Wo ist denn bitte die Quizmusik, Stefan? Ja, willst du die ganze Zeit die Quizmusik noch haben? Die ganze Zeit so ein Loop, der die ganze Zeit nur auf und abläuft. Hey, ich wollte das nur ein bisschen anregen. Also 1 im Chat, wenn ihr Quizmusik geil findet. 2 im Chat, wenn ihr Quizmusik scheiße findet. Als Quizmusik hätten wir ja zum Beispiel die Mucke vom Undertaker hinten dran laufen lassen. Was war denn jetzt 1? Ich bin nicht in meinem Team, Chris. Ich muss gegen dich voten. Okay, es ist genau 50%. Ich habe die Umfrage nicht gesehen. Anzahl Fragen mit schlecht recherchierter Antwort. Wer hat das gemacht? Also grundsätzlich gilt, es gibt immer nur, ihr könnt googeln so viel ihr wollt, es gibt nur eine richtige Antwort und das ist quasi meine, die ich dort eingetragen habe. Achso. Okay. Zu den Regeln, wir dürfen googeln? Nein, ihr dürft natürlich nicht googeln. Aber falls, man kennt ja immer die Zauberer, die dann noch im Nachhinein dann zu Hause sitzen und dann, das hat der Dicker, das kann doch gar nicht sein, dass das die Wahrheit ist und sie suchen dann aus ihren Telegram-Gruppen, alles scrollen sie nur durch, um zu gucken, dass ich Unrecht habe. So, ne? Leute, ihr müsst auf die Seite dickerpedia.com gehen. Er hat sich halt die Fragen und die Antworten ausgedacht, ne? Nicht nur eine Sache. Das ist die besondere Challenge heute. Ja, das war natürlich auch schwierig, Kategorien zu finden, so wo ihr alle ein bisschen was könnt, weil ihr alle ja gar nichts könnt, aber deswegen deswegen Nintendo, Filme, Brettspiele, Cartoons, Spielberg, wer weiß sowas und Filmmusik. So, wer bekommt den Startspielermarker? Das ist ganz einfach. Wer mir einfach sagt, wie viele YouTube-Videos ich habe zum aktuellen Zeitpunkt. Eine Schätzfrage. Dürft ihr euch besprechen? Was? Wie viele YouTube-Videos habe ich aktuell? Ihr könnt euch keine Ahnung sagen. Wie viele YouTube-Videos gibt es aktuell? Ja, wie soll ich mich hier online mit dem besprechen, Alter? Ja, Daniel, ich würde sagen, wir warten, bis die eine Antwort gegeben haben und nehmen eins mehr. Nehmen eins mehr, genau. Ja komm, Chris, ich hau jetzt einen raus. Warte, sag du erstmal die Zahl, ob ich okay damit bin. 300. Du sagst 300? Ja. Also, ich hätte 354 gesagt. Okay, ich sag 350. Ja, wie? Wir nehmen 350, die nehmen 354, Stefan. Okay. Okay, dann fängt das Team Daniel und Tim an. Es sind nämlich 538 Videos. Der fleißige Boss, so ein Ding ist der das. Der fleißige Boss. Wollen wir noch mal eine. Genau, liebe Mods, wir machen es so, wir machen es ganz normal wie auch bei Smart Tim, Leute, wenn die Jungs gar keine Ahnung haben und irgendwie passen, dann können wir versuchen, die Frage gemeinsam einfach im Chat zu lösen. Ansonsten bitte ich euch einfach, euren Zettel zu nehmen und eure Antworten für euch selber drauf zu schreiben und zu raten und euch dann, wenn ihr richtig seid, die Punkte entsprechend zu notieren, um zu gucken, wie viele Punkte ihr am Ende habt, um zu schauen, ob ihr besser gewesen seid, gegebenenfalls sogar, als das beste Team, ohne dabei zu cheaten. Ansonsten gilt rigoros, liebe Mods, einfach für den kompletten Abend wegsperren. Also wer spoilert, wird für den ganzen Abend einfach stumm geschaltet im Chat. Aber wir können uns im Team beratschlagen, oder? Also ihr dürft euch im Team beratschlagen, müsst euch auf eine Antwort einigen dann und dann sagt ihr mir Bescheid und dann packe ich das einfach dann rein. Boah, Easy win, Selçuk. Gibt's ein Zeitlimit, Digga, auf den Antworten? Nee, es gibt kein Zeitlimit. Wir gucken mal so auf entspannt. Wir machen einfach auf entspannt. Ja, okay. Das ist ja hier alles demokratisch, sag ich jetzt mal, ne?
So, in aber dem Sinne, Leute. Du darfst das andere Team anzählen, wenn die zu lang brauchen, oder? Nein, ich bin der Einzige, der anzählen darf. Eins in den Chat, wenn ihr alle bereit seid oder einen Zettel geholt habt, den ganzen Dingens, nicht den ganzen Abend für 600 Sekunden. 600 Sekunden war gerade eben nur ein Warnschuss an Chrissy. Wer die Antworten spoilert, irgendwas vorsagt, den blockt ihr den ganzen Abend. Dann macht ihr 60.000 Sekunden draus und schau. Bitte ja manuell einstellen. 6 Millionen Sekunden möchte ich bitte. 60.000 Sekunden und wir treffen den Typen wieder nächsten Monat, Alter. Ich meine, müsste man mal ausrechnen, wie viel das ist. Also ich meine, die 60.000 Sekunden müssten dann bis Dienstag wieder vorbei sein, oder? Kann das mal einer kurz ausrechnen, bitte, danke. Okay, Leute, dann geht's los. Tim und Daniel dürft sich beratschlagen und viel Spaß. Ihr dürft die erste Frage picken. Wer, wir? Nein. Hey, bei jedem neuen. Chris, du hast richtig schon getrollt, Chris. Nice. Ich rufe sofort bei Carina an, sie soll ihm das Handy wegnehmen. Er ist doch wieder da Candy Crush am Spiel. Ja, der zockt wieder irgendein Deck. Alina the Arena oder Arena. 60.000 Sekunden sind 16 Stunden, das passt, Leute. Danke. Sehr so, gut. Tim, was sehen wir denn als erstes? Sollen wir direkt mal mit Brettspielen reinstarten? Ja, du willst dich direkt blamieren, sagst du? Ja, natürlich. Da haben wir nicht mehr so viel zu verlieren am Ende. Da können wir sagen, ja, Cartoons kenne ich ja eh nicht. Und direkt 500er oder was? Nein. Nee, lass uns mal oben anfangen, gucken, wie schwer Digga die Fragen gemacht hat. Ja, okay, dann starten wir mit Brettspieler 100, bitte. Also ich habe die Fragen so gestaltet, dass sie aus meiner Sicht der Dinge tatsächlich von 100 bis 500 schwieriger werden und die einfachsten bei 100 zu finden sind. Das ist natürlich immer rein subjektiv und habe das versucht, meine subjektive Wahrnehmung objektiv ein bisschen zu modellieren. Deswegen fangen wir an mit Brettspiele 100 für Tim und für Daniel. Erste Frage. Welcher YouTuber hat seit dem Erscheinungsjahr von Dominion im Jahr 2008 mindestens 2236 Mal gezockt, die Möhre? Was ist da, Stefan, wenn die es falsch machen, dürfen wir die Frage übernehmen? Nein. Das ist also eine einfache Frage. Okay, Tim, ich habe sehr viel Angst vor dem Abend. Hast du irgendeine Ahnung? Nicht im Ansatz. Okay, welcher YouTuber hat seit dem Erscheinungsjahr von Dominion... Die Frage ist gerade ein bisschen dumm gestellt, aber es geht tatsächlich um Dominion. Dominion 2236 Mal gezockt. Seit es rausgekommen ist. Ich weiß es, nur Info, Leute, ja. Irgendwer wird gesagt haben, der hat das jeden Tag gezockt. Digga hat die Anzahl der Tage ausgerechnet, seit 2008 oder so. Ich weiß es auf jeden Fall. Chris, sorry. Hätte mir die Frage doch genommen, ey. Wer könnte das denn sein, ey? Mann, ey. Ihr wisst es doch eh nicht, komm, mach fertig. Ich sag einfach irgendwen, Daniel, wir wissen wirklich nicht. Ja, man kann, also, ich habe auch alle Fragen so gestaltet, damit es nicht so ist, so, welche Farbe hat Rotkäppchen? Rot, nächste Frage und wir schalten in einer Viertelstunde aus. Ich habe alle Fragen auch so gewählt, dass man durchaus mit gesundem Menschenverstand auch als zwei Hohlbirnen zusammen in Kombination, ich muss ja mal davon ausgehen, dass Chris und Selçuk auch in einem Team landen, so wie es heute gewesen ist, man drauf kommen kann. Ja, welcher YouTuber, sonst, also, vielleicht war es, sagen wir mal, es war der Hunter, vielleicht war es der Hunter. Okay, darf ich die richtige Antwort sagen? Nein. Ja, warte mal, Tim, sollen wir das sagen oder fällt dir irgendein anderer ein? Ich habe, wie gesagt, ich habe null Ahnung davon. Okay. Gut, dann nehmen wir den Hunter. Okay, dann lösen wir einfach kurz auf. Es ist Ben beim Brettspielblog. Bis heute hat der Brettspielblog laut BGG seit 14 Jahren rechnerisch jeden zweiten Tag eine Partie Dominion gezockt, lol. Hier ist der Beweis, Leute, von seinem BGG-Dingens hier unten. Aber das Erschreckendste dabei ist, warum Selçuk sowas weiß. Weil er mal in einem Gezockt-Video gesagt hatte, dass er das Ding online gezockt hat, über halt digital. Und jeden Tag hat er das gezockt während seiner was-weiß-ich-was-Zeit. Ja, ja. Hat er das jeden Tag von hoch runter gezockt. Und auch jeden Tag gelockt anscheinend. Ja. Ja gut, das ist ja ein guter Start für uns, Tim. Ja, läuft, ne? Weiter geht's. Das, ey, der hat wirklich, Alter, heftig, Junge. Und wer weiß es nicht, Dominion ist auf jeden Fall eine 10 von 10, auf jeden Fall, so ein Ding ist das. Eindeutig eine 10. Ja, warte mal noch 2 Jahre, dann ist das bei Chris wieder auf dem Einzug. Also da ist auf jeden Fall weniger Staub drauf als auf Kingdom Death Monster. Aber hätte man drauf kommen können, finde ich. Ich hätte, also ganz im Ernst, ohne Scheiß, wäre auch einfach aus dem Haupt mein Lieb gewesen. Ja, natürlich. Schlechte Antwort, Jungs, aber ist halt nicht jeder für Quiz gemacht. Kein Problem. Damit sind die ersten 100 Punkte verbrannt. Ich freue mich schon, dass du was du jetzt nimmst. Ich freue mich sehr. Chris, du kannst gerne wählen. Ja, soll ich wählen? Spielberg 100.
Spielberg 100. Gucken wir mal rein. Ich lass mich von dir nicht cashen. Schindlers Liste erzählt als Mischung aus Filmbiografie und Geschichtsfilm vor dem Hintergrund des Holocaust davon, wie der deutsche Unternehmer Schindler, ein NSDAP-Mitglied, etwa 1200 Juden eigens in seinen Fabriken beschäftigte, um sie vor der Deportation, Ermordung und Vernichtungslager KZ Auschwitz-Birkenau zu bewahren. Wie war sein Vorname? Ich will jetzt gar nichts sagen, Chris, weil ich weiß es nicht genau. Deswegen, ich will jetzt nicht irgendwas in den Kopf setzen, wo du jetzt nicht drüber nachdenken kannst. Doch, sag mal, ich hatte jetzt drei Namen gerade im Kopf. Vielleicht ist es ja einer von den dreien. Ich habe irgendwie gerade Alfred im Kopf. Das war auch, es war sogar einer der drei, die bei mir mit im Kopf waren. Ja, Alter, aber ich habe irgendwie gerade Alfred. Alfred Schindler. Hm. Ich hatte auch irgendwie Hermann oder Heinrich, Alfred. Hermann Schindler, Hermann hat sich aber auch... Nee, Hermann Schindler auf jeden Fall nicht, nein, Heinrich auch nicht. Albert Schindler. Nee, Albert auch nicht, Alfred, boah, fuck, Alter. Josef, war der Josef Schindler auch nicht, oder? Josef Schindler. Fuck, Josef. Alter. Herr Josef hört sich auch gut an, gute Kombination. Aber meinst du... Nee, Alfred. Und meine Eins im Chat, Leute, wer es weiß von euch, ohne aufzulösen. Nur eine ich Eins, weiß es, mal sehen. Ich weiß es. Darf ich lösen? Komischerweise wissen immer, das andere Team weiß immer alles, was das andere Team nicht weiß. Ist es vielleicht Albrecht? Albrecht. Ja, warum habe ich gerade auch im Kopf gehabt? Warum? Weil Alfred Albrecht, vielleicht sind wir da. Hey, komm, wir nehmen es einfach. Du sagst auch ein Wort. Albrecht. Darf ich die richtige Antwort sagen? Ja. Oscar. Ach, wäre ich niemals drauf gekommen. Nee, wäre ich auch nicht drauf gekommen. Hoffe ich, dass das stimmt. Dieser Held der Geschichte heißt mit Vornamen Oscar. Und so sieht er aus. Man kennt ihn ja eigentlich eher als Liam Neeson irgendwie aus dem Film und noch nie sein echtes Gesicht. Liam Neeson sieht nicht so aus, Alter. So gesehen. Aber tatsächlich, damit ihr auch mal ein Bild habt, ich habe das immer versucht so aufzubereiten mit die Antwort, dass ihr auch tatsächlich ein bisschen was lernen könnt und nachher nicht dümmer ins Bett geht, als ihr gekommen seid. Ich wusste auch bis dato, bis ich das vorbereitet habe, nicht, wie er aussieht. Aber das ist der absolute Ehrenmann. Oscar Schindler. Ich gar nicht im Kopf gehabt. Ja. Nee. Schande, Leute. Ich dachte, vielleicht sein Vorname wäre Liste, aber... Aber ich bin beeindruckt von deinem Start, Chris. Ja, krasser Start. Ja, mach mal besser! Mach mal besser! Ständig redest du davon, dass du dir irgendwelche Dokus darüber anguckst, oder? Krank, übelst heftiger Chris. Heftig. Ich freue mich übrigens schon, dass das Format 300 zu 100 enden wird. Boah, Selçuk, wir müssen die richtig auseinandernehmen, Alter. Inshallah. Daniel und Tim dürfen wieder was aussuchen. Okay, Tim. Ja, das war bisher nicht so erfolgreich. Bist du so ein Nintendo-Fanboy eigentlich? Also ich würde von den Kategorien schon so Nintendo sagen. Ja, Nintendo und Brettspiele, viel mehr kriege ich hier nicht hin. Ja gut, dann versuchen wir es mal mit Nintendo, komm. Nintendo 100. Ich habe aber Angst. Die meisten Pokémons verständigen sich mit Lauten. Wie verständigen sich Digimons? So, Tim, da bin ich raus. Aber wenn du das nicht weißt, Tim. Digimons können ganz normal reden. Die reden mit ihren Tamern. Also würde ich sagen, sie sprechen mit oder sie verständigen sich mit Sprache. Darf ich die richtige Antwort sagen? Wollt ihr das einloggen, Tim, Daniel? Warte. Tim, bist du dir sicher? Denk noch mal kurz nach. Oder redet der Selçuk wieder nur Bullshit, um dich zu verunsichern? Wahrscheinlich. Okay, gut. Dann blocken wir. Ich meine, manche von denen sagen halt auch nur ihren Namen, ne? Also. aber vielleicht tauschen sich auch per digitalen Datenströmen aus. Weißt du, was ich meine? Ja, vielleicht. Digimons, ja, vielleicht. Ich sag Sprache. Also. Okay. Dann loggen wir das ein. Jetzt bin ich mal gespannt, ob der Stefan jetzt Menschensprache geschrieben hat oder ob er Sprache geschrieben hat. Digimons beherrschen ebenfalls die Menschensprache und können darüber. Der Tim hat gesagt Sprache. Ich habe Menschensprache. Ich habe aber vorher gesagt, dass sie sich mit den Tamern verständigen. Ja, aber keiner von den Leuten weiß, was Tamer sind, Tim. Das sind die
Typen, mit ja, denen die Dinge immer so rein, natürlich. Also jetzt, also jetzt liegt das einfach. Ihr wollt jetzt wirklich darüber diskutieren, ob das Warte, wie peinlich ist das denn? Das ist nicht peinlich. Ich habe gerade Stefan gesagt, darf ich das Richtige sagen? Habe ich gesagt, Menschensprache. Du warst aber gar nicht und dann kam Menschensprache. Und das heißt, es gibt eine korrektere Antwort als Tim seine. Und der Stefan hat gesagt, es gibt nur eine korrekte Antwort. Und das wäre Punkte Menschensprache. Abzug. 50 Punkte Abzug. Es ist die einzige korrekte Antwort. Mensch, naja, aber wir sind, also im Umkehrschluss, Selçuk möchte sagen, halt, die Trainer sind ja Menschen und wenn die mit denen reden, dann werden sie ja wohl Menschensprache sprechen. Ich meine, das gebührt ja der normale Menschenverstand auch. Ne? Da sagt ihr nichts, ne? Hi, one. Ich würde eine einwöchige Umfrage starten erstmal. Machen wir dann nächste Woche. Dafür sind auf jeden Fall für das Team Kalif Selçuk und Christian, aka Atem und Daniel die ersten Punkte auf jeden Fall hier mal safe im Sack. Der Chat sagt natürlich, stimmt, 35 Fragen ist natürlich sehr gut durch zweiteilbar, spielt aber auch, jetzt kommen wir wieder zum normalen, vernünftigen Menschenverstand, spielt im Grunde überhaupt keine Rolle, weil wenn man nämlich untereinander diese Dinger hier pickt, dann kann man das ja quasi durch schwierige Fragen wieder ausgleichen. So, also, let's go. Warte kurz. Ich habe Klatschen aufgeschrieben, weil er dachte, die beständigen sich mit Klatschen. Ja. Hat aber wenig mit Nintendo zu tun, Digga. Oh, Alter, kann ihm mal einer sagen, was ist mit Nintendo eventuell, wie es zu Nintendo passt? Ich glaube, Digimon gab es echt noch nicht auf Nintendo, oder, Tim? Ja, es gab es auf PlayStation. Ja, aber das andere, aber die Pokémon noch. Pokémon gab es aber auf Nintendo alles. Ja, Pokémon gab es auf Pokémon. Genau, die Frage fing ja mit Pokémons an. Also. Außerdem, ich finde es überhaupt süß, dass Stefan überhaupt sich so weit aus seinem Fenster legt. Ich finde das auch cool. Ja. Sehr cool, Stefan. Auf jeden Fall. Super, ich habe endlich mal wieder was über Pokémon. Ich freue mich auf jeden Fall auch, dass Tim mal mitspielen kann, der ja sonst irgendwie immer der Moderator einfach sein muss halt eben. Also hat wenig mit Pokémon zu tun, hat 50% mit Pokémon zu tun, Digga, Alter, Schnauze. So, also weiter geht's. Selçuk, Gönjamin, du machst Selçuk. Machen wir mal. Warte, auf jeden Fall. Du machst Selçuk. Warte. Nein. Ich sag nur, welche Kategorie nicht. Auf jeden Fall am wenigsten Filmmusik, Selçuk, Alter. Nee, wir nehmen jetzt erstmal Filme für 100. Ganz chillig. Filmmusik 100? Nein, Filme. Nein, Filme. Filme 100? So, okay, alles klar. Ich habe auch Filmmusik verstanden. In der Schuh des Manitou spielt Bully Herbig einen Apachenhäuptling Abahachi. Wen spielte er im selben Film noch? Ich weiß es. Ich weiß es auch, aber weißt du den Namen? Sein Bruder. Ja, Alter. Der hat einen Namen. Muss man den Namen sagen oder reicht das, wenn man sagen, natürlich den Namen. Natürlich. Nee, du kannst auch die Figur in die Luft zeigen. Wow, Alter, seid ihr gerade dran, Alter? Wow, Alter, ihr seid doll geflickert, Mann! Ist auf jeden Fall sein Tütü-Bruder, Alter. Aber wie heißt der? Abahachi und der ist halt ein bisschen. Man muss auch nicht den Charakter nehmen, Digga. Er musste nur sprechen sagen. Wir müssen. Guck mal, was wir für Fragen haben. Der Wichser hat 100% zwei Knöpfe und immer wenn wir eine Antwort nehmen, nimmt er die schwerere Frage. Boah, jetzt kommt der so. Die Frage ist schwer, die ist super einfach. Ja, weil du so Filme guckst. Ich glaub dir sogar, dass du den richtig oft guckst und den noch auf DVD sogar hast, Junge. Nicht mal auf Blu-ray, also DVD, du guckst den an. Nee, ich hab den noch auf Videokassette, Chris. So ein Ding ist das. Jetzt auf jeden Fall so die friedlichste Quizshow, die es je gegeben hat, auf irgendeinem Format. Da ist ja, dass der Meeplebrun Fights gar nichts ging. Chris, ist es irgendwie auch so eine Richtung, in die Richtung von Hachi? Aber Hachi. Darf ich die richtige Antwort geben, bitte? Aber wenn du das weißt, eigentlich, lass uns lieber die Minuspunkte kassieren, halt, weil es eigentlich peinlich wäre, wenn wir es wissen, Alter. Es gibt keine Minuspunkte. Es ist ja der Bruder. Ist das nicht der Zwillingsbruder, Alter. Ist das die Schwester, Alter? Nein, das ist der Zwillingsbruder. Der ist ein bisschen feminin halt. Immer auf rosa getrimmt und so. Ich habe keine Ahnung, wie heißt der Typ nicht. Wollen wir lösen für euch? Es ist halt der Bruder, Alter. Das ist unsere Antwort. Das ist wir genau können, die Sprache. Wir können rein. Genau die Sprache. Der Name muss schon gesagt werden. Kann nicht Bruder, Vater, Mutter, geht nicht klar, Alter. Ja, doch, klar. Sprache geht klar. Welche Sprache sprechen die Pokémon? Ja, Sprache. Und ja, richtig. Richtig, super. Aber wie verständigen die sich, Selçuk? Nicht ja, aber Sprache, steht, wen spielt er doch den Bruder? Er spielt ja den Bruder. Wie heißt es ja egal. Er spielt den Bruder. Ich möchte den Namen wissen. Wen spielt er im selben Ja, dann mach du deine eigenen Regeln. Wir sind raus, Digga. Okay, alles klar. So, wer möchte jetzt rein für Chris und für Selçuk? Winnie Touch, ja, oh Gott, Alter. Boah, Geilchen, wir haben gewonnen wegen mimosumhaften Verhalten. Ja, ist so, ey, oh, mega. Oh,
Aber Leute, wir schauen einfach. Jungs, wir schauen einfach. Ich bin froh, dass wir nicht auf eine Schule gehen. Ihr würdet morgen in der Pause so auf die Fresse gehen. So, Schnauze, wir schauen einfach kurz in den Film rein. Morgen in der Pause. Mein Bruder, schnell drücken, Mike. Das ist vielleicht eine Überraschung. Du, mit dir habe ich ja überhaupt nicht gerechnet. Du, ich habe ja nicht aufgeräumt. Das ist auf jeden Fall sein schwuler Bruder, Vinitouch. Warte, in diesem Clip hat keiner den Namen gesagt. Es war mein Bruder und ich habe gesagt, es ist der Bruder. Und somit ist meine Antwort richtig. Nee, sie ist falsch, weil Old Shatterhand ist auch der Bruder, nämlich der Blutsbruder. Und somit ist es nicht klar gemeint. Ah, okay, alles klar, Leute. Wer will mein Bruder sein, Alter? Hier könnt ihr mein Bruder sein, hier. Ich hab genug Brüderlichkeit hier drin, Leute. Alle rein. Ja, Stefan, du weißt selber, dass es eine Grauzone ist, deswegen egal. Das ist aber das Gute daran, dass ich die Nummer abziehen oder. Ja, dann kommen wir morgen nicht mehr raus. Bei spätestens Frage 20 wird es langweilig. Ist kein Problem. Für mich ist die Antwort des Monats Sprache. Wir können es einfach so mal können. Sergio, hol dir mal einen Stift und einen Zettel, dann mute ich dich einfach im Discord und hältst du einfach deine Antwort immer nur hoch. Und dann kann Daniel, sagt dann, und Chris, kann dann sagen, ich habe meine aufgeschrieben. Hätte nicht gedacht, dass es das so anstrengend wird, Alter. Da würde ich als Zuschauer schon längst rüber zu Basti hocken, Alter, mich lieber eine Runde langweilen, Alter. Weiter geht's. Jalla. Ihr seid dran. Tim und Daniel. Ja, Daniel. Sollen wir direkt weitermachen bei Nintendo? Oder Filme? Ah, komm, machen wir mal Filme 200, komm. Ja. Filme 200, let's go. Filme 200, let's go. Mhm. Frodo muss den Ring zum Schicksalsberg bringen. Da die Reise zu gefährlich ist, schließen sich ihm einige Gefährten an. Du darfst bei der Aufzählung keinen vergessen. Boah, es ist so einfach. Kriegen wir sie alle zusammen? Sam, Merry, Pippin, Gandalf, Legolas, Gimli, Boromir. Wer fehlt denn da noch? Wer fehlt denn da noch? Einer fehlt noch. Aragorn hatte ich noch nicht. Hast du die neuen Gefährten. Willst du die danach noch haben, dass er noch von Gollum begleitet wird, theoretisch? Wird Frodo auch noch Gollum ist keiner der Gefährten. Ich wollte Nachnamen haben. Das ist ich will Nachnamen haben und Alter. Zum Schicksalberg. Ich will Hobbys haben. Aber warte mal, wir hatten Gandalf, Frodo, Sam, Pippin, Merry, Aragorn, Boromir, Legolas und. Lies das ab vom Bildschirm, Digga. Hatten wir Gimli? So, Chris, Gletscher, ihr müsst einfach mal leise sein. Die anderen müssen aufzählen, weil irgendwann wollen wir ja auch mal durchkommen. Einfach. Es ist einfach nur anstrengend. Ich sag, krieg ich direkt mal minus 100 Punkte für absolute Kleinhodennerverei. Also nochmal, Daniel, Tim, bitte einmal aufzählen nochmal. Gandalf, Sam, Merry, Pippin. Gimli, Aragorn, Legolas, Boromir. Boromir, genau. Korrekt. Und schau mal rein, ihr habt nämlich auch keinen vergessen. Aragorn, Boromir, Gandalf, Gimli, Legolas, Merry, Pippin und Sam. Da unten sind sie auch alle einmal aufgereiht, auf dem Bild alle zu sehen. Damit gibt's, 200 Punkte für euch. Damit seid ihr 300 zu 100 und jetzt ist das Muschi-Team wieder an der Reihe und kann ja auch endlich mal was zeigen, anstatt nur zu heulen. Wir würden uns natürlich freuen, von euch auch mal was sehen zu können. Schönes Ding, Leute. Ich weiß nicht, was du da für Knöpfe hast auf deiner Tastatur, dass die immer die einfachen Fragen bekommen, aber okay. Ihr sucht da die Fragen aus, Digga. Ich drück nur drauf. Also bisher konnten wir alle eure Fragen beantworten, ne? Also möchten wir mal kurz darstellen. Also eigentlich steht es 500 zu 0. Wie auch eure, also weiter geht's. Ihr könnt auch aufholen, macht doch einfach eine 400er Frage oder eine 500er und dann geht doch einfach in Führung, Digga. Das ist doch so ganz easy. Selchik, sollen wir machen? Was? Sollen wir eine dicke Frage nehmen? Ja, du weißt schon, dass wenn wir jetzt die dicken Fragen alle nehmen, die mit den kleinen Fragen alles abstauben können. Die können halt abstauben, das ist halt das Problem. Deswegen würde ich Brettspiel 200. Dann machen wir es so, ja. Brettspiel 200. Wodurch unterscheidet sich die Siegpunktleiste bei die Burgen von Burgund von anderen Siegpunktleisten? Die hat so ein Geschlängel, die geht einmal so zack, zack und dann macht sie nochmal zack, zack oder so. Die macht auf jeden Fall ein Geschlängel. Die geht nicht gerade wie eine Kramerleiste, sondern die macht einmal so einen Bogen. Das ist die Antwort. Chris, du bist einverstanden? Nee. Ich bin einverstanden, ja. Ich glaube, die geht nur bis 60
oder so. Das Spielbrett ist zu klein bemessen, deswegen macht die Leiste zwischen 84 und 100 Punkte ein paar kleine Schlenker. Das ist richtig, ich habe es für euch eingeblendet, so sieht die tatsächlich dort aus. Damit hat Seldschuk für das Team Brothers of Destruction die ersten 200 Punkte eingesackt. So ein Ding ist das. Super, Seldschuk, danke. Oh. Hätte Tim nicht gewusst. Nee, hätte ich nicht. Hätte ich aber ja das, hätte ich auch nicht gewusst. So, Chris, bitteschön. Ehre wieder genommen. Ich freu mich, dass ihr zurück im Rennen seid. Da macht es richtig Spaß. Ja. Genau. So, Tim. Wie geht's weiter? Nintendo nochmal, sagst du, oder was? Ich weiß. Ja, lass uns Nintendo nochmal. Cartoons finde ich schwierig, weil, also, boah, ich habe Angst vor Cartoons. Oh, Cartoons habe ich tatsächlich so zerstört, Alter. Ich habe richtig Angst vor Cartoons. Cartoons sind so zerstört, Alter. Ich meine, oder wir versuchen es nochmal mit Spielberg. Aber. Da bist du der Fachmann. Nee. Nintendo 200 nehmen, oder? Ja, komm, Nintendo 200, komm. Dann mal weiter mit Nintendo 200. Klempner Mario erblickte 1985 zum ersten Mal das digitale Licht der Welt. Wie heißt sein Erfinder? Scheiße, er ist letztens gestorben. Irgendwie vor einem Jahr oder so ist er erst gestorben. Hab ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Glaub, wüsste ich sogar. Ja, dann Chris. Nee. Ja, erstmal du antworten. Ey, wir dürfen nicht sagen, Chris, es ist Ihre Runde. Boah, die besprechen es aber gut, ey. Ja, ich habe doch schon gesagt, ich weiß es nicht. Was soll ich denn da besprechen? Ey, warum man nichts besprechen? Wenn dir der Name eh nicht sofort einfällt, dann werde ich auch nicht mit viel Nachdenken drauf kommen. Ich möchte, dass Chris antwortet. Heißt, ja, okay, aber dann, die sind jetzt durch, ne? Wir sind raus. Okay, ich glaube, das war irgendwie Marimoto oder so. Hieß nicht Marimoto irgendwas? Marimoto, irgendwie so, glaube ich. Aber vielleicht vertue ich mich auch. Ja, du kannst aufdecken, Stefan, die wissen es nicht. Gut, dann schauen wir einfach mal rein. Marios Erfinder Shigeru Miyamoto machte Nintendo zum Zeitpunkt den größten Computerspielkonzern der Welt. Die Super Mario-Spielereihe Super Mario Bros. Ist das erste der unzähligen Super Mario-Spiele und ist am 13. September 1985 in Japan erschienen. Der aber ist nicht gestorben, Alter. Der ist nicht gestorben. Echt? Doch. Oder es war die Stimme von ihm, das kann auch sein. Ja, die Spieler, ja, genau. Ja, er ist nicht gestorben. Der Synchronsprecher war es dann. Wenn er stirbt, bekommt die Welt mit, Alter. Hättest du Miyamoto erzählen lassen oder hätte Shigeru noch gemusst? Nee, du hast Marumoto oder sowas gesagt. Nein, Mario. Ja. Auf jeden Fall, es gibt ja auch eine Reihe, wo die Nintendo-Sachen irgendwie auch behandelt werden, auf Netflix, wo es um Computerspiele und so weiter geht. Und da wusste ich auch, dass ihr die alle schon gesehen habt. Deswegen habe ich die Frage auf die 200 genommen. Hab gedacht, eigentlich, da wärt ihr ja so schlau. Aber Chris hat es ja auch fast gehabt. Von daher, alles gut. Berechtigte 200er-Frage. Weiter geht's. Weiter. Chris, komm, wir machen weiter Brettspiele. Willst du nicht Cartoons machen? Nee, die machen keine Cartoons, die können wir uns auch sparen. Ja, die können sie uns da wegpicken und können dann die falschen Antworten geben. Okay, Brettspiele 300. Brettspiele 300. Wer ist der Endgegner von Adam Poots Meisterwerk Kingdom Death Monster zum aktuellen Stand? Boah, jetzt bist du dran, Alter. Also, sorry, jetzt bin ich raus, Alter. Sorry, jetzt bin ich raus. Ich kenne nur einen, Alter. Ich kenne nur den Löwen. Ich kenne nur die Gazelle oder was. Das ist doch der Endgegner. Der Goldene. Nee, über das Tutorial kommt man noch eh nicht hinaus. Ist es irgendwie, keine Ahnung, nicht, dass ich jetzt Warcraft mit verwechsel. Ist der Lich King ist es nicht, oder? Nee, aber ich glaube, der Green Lantern oder sowas. Auf jeden Fall. Der Lantern King oder sowas. Aber wie heißt der? Ja, hört sich gut an eigentlich. Oh, Chris, Alter. Ja, nehmen wir. Der Lantern King. Oder was? Ja, mach mal. Gibt's boah, nicht Alter, mal. Krass, Alter. Du bist echt krass, Alter. Du hast das Spiel besessen, Mann. Ja, und durchgespielt vor allen Dingen. Bis KDM 1.5 war der Watcher das letzte Hindernis zum Sieg. Mit Version 1.5 wurde der Watcher auf Platz 2 verdrängt vom goldenen Smoke Knight. Habe ich beide noch nie gehört. Beim Stefan kommt immer nur der Lion auf den Tisch. Ja, weil du dann wieder deine Aufmerksamkeitsspanne so runter war, dass wir schon wieder vor der Antilope aufhören mussten. Alter. Das reicht maximal für 2 Runden Löwen jagen. wie heißt denn mal diese Gazelle? Screaming Antilope. Ja. Naja, gut, das war's dann. Leider keine Punkte für euch. So. Oha. Ja. Also ich habe ein bisschen Angst vor der Brettspiel 400 und 500 Frage. Das Spiel hat doch fast keiner, aber Bernd, dazu musst du wissen halt eben, ich weiß ja auch, wer hier sitzt und ich weiß, der Chris hat's, der Tim hat's und dementsprechend
Ist das halt so. Ist auch eine 300er-Frage. Wer Jeopardy geguckt hat früher, Jeopardy ist nicht so, ich decke irgendwas auf und gebe einfach die Antwort und am Ende hat man alle Punkte. Das ist halt ein sehr schwieriges Quiz. Das soll auch so sein, dass es herausfordernd ist. Falls euch irritiert, dass die Jungs nicht so viel wissen, das ist ja auch beabsichtigt, aber es ist alles machbar. Ich hätte jetzt gesagt Spielberg, Daniel. Und außerdem, oder? Bernd, Digga, ich kann nichts für deine Armut, Alter. War mit Spielberg 200. Ein Hartz-IV-Satz, einmal Suppe essen, einen Monat, Digga, dann ist es auch für dich drin, Bernd. So, was habt ihr? Bernd, Spielberg 200, bitte. Spielberg für 200. Doppelfrage. Wie heißt diese nette Dame und wie heißt der zugehörige Film? Den Film weiß ich, aber ich weiß nicht, wie die Dame heißt. Also der Film ist auf jeden Fall Goonies, die Goonies. Aber wie heißt die? Hier ist auch, ich möchte auch nicht den Schauspielernamen von ihr haben, sondern ich möchte den Namen in der Serie. Wie hieß die denn in dem Film, verdammte Scheiße? Ich weiß es nicht. Doch, du weißt es, Daniel. Irgendwas schlummert in deinem Kopf, es ist eigentlich sogar fest drin verankert, nur du kannst es nicht abrufen. Ja, ja. Oder so. Ah, gut, dass wir die Frage gekriegt haben und nicht die. Das wäre easy für die anderen gewesen. Ich habe Goonies nie geguckt, ich kann es dir nicht sagen. Same hier, Alter. Spoiler, es gibt einige Doppelfragen auch. Da muss man beide Sachen. Ihr habt nie die Goonies gesehen? Nee. Also das würde ich heute Abend auf jeden Fall direkt nachholen. Daniel, hier, bitte. Was? Doch, hier ist er, sein Wackelpuddingbauch. Okay, dann... ich weiß es, ich habe leider, wie gesagt, Film kein Ja, aber wie die Dame. Heute Abend dringend nochmal rewatchen. Soll ich auflösen? Ja. Das ist natürlich Mama Fratelli, Leute. Mama von der Fratelli-Familie. Oh, meine Güte. Naja, damit sind die anderen wieder dran. Ja, Chris? Tut mir leid, Tim. Ich konnte den ey, ganz ehrlich, ich würde einfach mal sagen, sollen wir einfach mal auf easy mal Cartoons 100 machen? Ja, dann machen wir halt. Okay, Cartoons 100, let's go. Wie viele Mitglieder hat die Rettungstruppe und wie heißen sie? Hä, was ist die Rettungstruppe, Alter? Wer ist das? Der meint bestimmt Chip und Chap oder so. Ach so, die Rettungstruppe. Ah, das meint er mit. Ja, stimmt. Da hast Chip, Champ, Trixi, Samsung und diese Flieger, Alter. Ich würde sagen 5, oder? Sumsum, 5, oder? Chip und Chap, Samsung, Trixi und Sumsum oder so. Wenn er die meint, sind es 5. Dann sind wir 5, ja. Ja, locken wir ein, keine Ahnung. Ich bin beeindruckt, wie Chris es schafft, auch mal wirklich 2 Millimeter um die Ecke zu denken, weil die Frage sonst für 100 zu einfach gewesen wäre. Natürlich ist mit der Rettungstruppe hier unten Chip Chap gemeint. Wer kann mitsingen? Liebe, gehen auf Ganoventour. Zwei ganz Liebe sind schon auf ihrer Spur. Ich dachte schon, was ist das für eine Frage, Alter? Will der uns verarschen, Alter? Ja, die war tricky. Was sie auch tun. Da gibt leider keine Punkte, ist nämlich falsch. Es heißt nicht Sum-Sum, sondern Summi. Dein Ernst? Gibt es echte Punkte nicht? Ja, es ist falsch. Ich hab euch Zeit gelassen. Ich sollte einloggen, ich hab's drauf gedrängt. Dein Ernst? Ja, sie heißen immer nicht so. Wenn ihr jetzt sagen, ich hätte auch Chip, Chap, Trixi, Samsung und. Ey, weil ein halber Name Sum, die ersten drei Buchstaben sind sogar richtig, Alter. Wir haben. Boah, egal, okay, mach alles, okay. Ich glaub's nicht, Alter. Ich glaub's echt nicht, Alter. Krass, ey. Der Chat kann ruhig was dazu sagen, Alter. Gibt es jetzt wirklich die Punkte nicht, Stefan? Ah. Eins im Chat, wer dafür ist, dass wir die Punkte kriegen, Alter. Das ist ernst, dein Ernst, Alter? Alter, Alter. Da kann sogar das Gegnerteam bitte jetzt mal was sagen, Alter. Ja, das Gegnerteam, ja, also die Frage war ja eigentlich, wie viele Mitglieder, ne? Und die habt ihr richtig. Nee, es war beides. Es war, wie viele Mitglieder wir und haben wie auf... heißen sie. Es stand beides da. Okay. Aber, also, dann hat Stefan natürlich vollkommen recht.
Ich finde, sie sollten 80 Punkte kriegen. Vier der Namen waren richtig. Er hat auch gerade nicht mehr. Wie viele Meter? So, ganz kurz, mal ganz kurz, ganz kurz. Einmal ganz kurz. Wir atmen jetzt einmal ganz kurz Pause, bevor ich einmal losziehe und in den Chat einmal eine Fresse haue, einigen zumindest davon, die mich die ganze Zeit schon nerven. So, wie viele, ich nur mal kurz die Frage nochmal vorgelesen. Wie viele Mitglieder hat die Rettungstruppe und wie heißen sie? Also, es ist quasi eine Zahl gesucht gewesen und die Namen, bitte. Liebe Leute, geht hin, wascht euch mal die Augen, wascht euch mal bitte die Ohren, wenn ihr es halt nicht hinbekommt, aber bitte dann im Chat einfach mal die Gusche halten, wenn man keine Ahnung hat, bitte. Es nervt total, wenn ihr dann versucht, einfach nur Müll zu schreiben. Danke. So, eine Zahl war gesucht. Bänderwann, halt die Schnauze. Bernd, halt die Schnauze. Die Frage ist, so. Hätte ich Summen gesagt, wäre ich dann richtig gewesen? Ja, das ist dann auch nicht. Es ist Summi, heißt sie halt nur mal. Was soll ich denn sagen? Nein, auch dann wäre es nicht richtig. Aber zur Verteidigung, du hast auch Menschensprache gehabt und er hat nur Sprache gesagt. Da hat auch die Hälfte gefehlt. Just saying, aber mach mal. Vorher gesagt. Boah, ich mach so, Chris, egal. Alter, nächstes Mal, Alter, ich mach's alt Fünferkategorie mit deiner Mutter, Sprüche über deine Mutter, Alter, ey, das wird so heftig, Alter. Okay, ich hoffe, ich sag ja nichts mehr, alles gut. Jede Frage diskutieren die hier rum, das ist so anstrengend. Ah, sozial, Alter. Noch eine Diskussion, gibt's 200 Punkte Abzug, dann sind sie wieder auf Null. Okay. So, bitte achtet drauf auf die Fragestellung und beantwortet die Frage zu 100% korrekt und dann kriegt ihr die Punkte. Ab jetzt. Also, ganz kurz, sagen nur noch Antworten. Nein, bei Chip und Chap, ganz kurz, es gibt dort keine Summen. Also, wenn ihr, jedes Kind würde euch auslachen und sagen, nein, langer, heller Fliege, Mann. Die Fliege hat er gesagt, dann habe ich gesagt, ja, Summen. So, Schnauze. Also, weiter geht's. Den nächsten bitte. Es ist noch alles drin, in der 500er Frage könnt ihr locker fett vorlegen. Ja, oh Digga, wie hältst du das nur aus? Ja, ich weiß es auch gerade nicht. So sieht's aus. Beste Unterhaltung, Panic Feed, Alter. So sieht's aus, Mann. Sollen wir jetzt wie Roboter hier einfach antworten, oder was? Tim, was sagen, wir schlafen ein. Wir sind dran, sei ruhig. Tim. Ja. Was nehmen wir? Sollen wir uns mal an, wer weiß sowas, probieren? Am besten nicht, oder? Na, lass uns mal mit Brettspiele weitermachen, würde ich sagen. Boah, Brettspiele 400. Ja, aber sonst haben die da einen Lucky Hit und überholen uns. Ja, okay. Brettspiele 400. Wer entschuldigte sich im Jahr 2019 schriftlich beim Boardgame Digger für dreisten Klau und Belästigung seiner Abonnenten? Ich weiß es wieder, Alter. Das ist so zum Kotzen. Siehst du, gut, dass wir die genommen haben, Daniel. Schriftlich. Beim Boardgame Digger für dreisten Klau und Belästigung seiner Abonnenten. Gestern noch drüber unterhalten. Chris, gibst du denen ja Tipps? Nee, ich war ja mit Stefan Essen. Ich hab mich gestern nicht mit denen unterhalten. Von daher. Hast du eine Idee, Daniel? Irgendwas? Ehrlich gesagt, nicht wirklich. Für dreisten Klau und Belästigung. Man fragt sich auch manchmal, warum sitzt man im Podcast und erzählt überhaupt was, wenn einem einer ganz, wenn einem gar keiner zuhört. So ein Test von Digga, ob du überhaupt aufpasst, Daniel. Ja, das Problem ist, kommen ja eigentlich auch schon so viele in Frage, ne, die sich vielleicht mal entschuldigen müssen oder sich doch nicht entschuldigt haben oder sich vielleicht zukünftig noch entschuldigen können. Die Liste oder? Von denen, die sich bei uns entschuldigen müssten, ist ziemlich lang an dieser Stelle. Ich habe gerade wirklich keine, vor allen Dingen schriftlich, dreisten Klau. Was heißt denn dreisten Klau? Ja, das weiß ich auch nicht. Irgendein Format oder irgendeine Idee, sowas wie, keine Ahnung, sowas wie Schlag den Digger gestohlen worden? Nein. Und Belästigung seiner Abonnenten, das kriege ich gerade irgendwie auch überhaupt nicht. Ich finde es sehr gut, dass der Digger so einen kleinen Interpretationsrahmen drin gelassen hat, genauso wie bei der Rettungstruppe, finde ich gut. Ja, das ist schon klar. Aber da müsst ihr einfach raten, wenn ihr jetzt eh nicht drauf kommt. Müsst ihr? Können wir. Daniel, rat mal was. Schreibt es auf euren Zettel, Chat. Das sind einfache 400 Punkte für euch, Chat. Weißt du, der Chat ist jetzt schon bei 1200 Punkten. Hilft denen nicht auch noch? Ich weiß, wann war denn das mit dem Deutschen, mit dem Spielepreis? Hat das damit irgendwas zu tun? Spielepreis, war das 2019? Nee, es war 2018, ne?
war noch davor. 2019 war das Jahr vor Corona mit der letzten Messe, die stattgefunden hat. Ich weiß es echt nicht. Keine Ahnung. Ja, dann rate. Ja, wenn ihr keine Ahnung habt, dann würde ich wenigstens überhaupt was raten. Rate einfach, Daniel. Im Zweifelsfall sagst du Ben. Du kannst auch irgendwen sagen. Aber der wird sich nicht entschuldigen. Dann nehmen wir Carsten. Okay. Darf ich auflösen, Stefan? Ja. Ja. Die Brettspiel-Dinos. Ja, wir schauen einfach mal rein. Echt? Die YouTuber, die Spiele, die Dinos, ja, botteten mit einer Software den Instagram von Boardgame-Digger und waren so beim Beschiss von Zahlen im Bereich Brettspiele als Initiatoren ganz vorne dabei. Heute gehört das für viele Kanäle leider schon zum guten Ton. Hier unten haben wir ein Bild eingeblendet. Ey, ganz ehrlich, das weiß ich, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Der hatte so tausendmal gesagt, dass sie die ganze gebottet haben und seine Abonnenten wurden die ganze angeschrieben. Ich glaube sogar seine Nichte, ne? Aber 2019, gefühlt war das erst letztes Jahr. Nee, Digga, Alter, das ist schon, mit denen sind wir schon ein paar Jährchen durch, Digga. So, die Zeit rennt, also, oder die Zeit so rennt. Ding ist das. Ey, das waren 400 Punkte, Alter, Chris, Alter. Hätten wir das lieber genommen, ey. Dann nehmen wir jetzt die 500, Alter, komm. Ja, komm. Anscheinend sind, ja, komm, Stefan, 500, Brettspiele. Brettspiele 500, okay. Das wären easy 400 Punkte gewesen, Alter. Ja, richtig. Brettspiele 500, gehen wir rein. Beim Spiel des Wissens versucht man, über 6 von 8 Planeten unseres Sonnensystems zum Ziel zu kommen. Doch was waren nochmal ihre Namen, Farben und Fragekategorien? Ja, Alter, steck dir die Frage sonst wohin, Alter. Ja, okay, nächste, kannst direkt weitermachen. Nächste, die Jungs sind dran wieder. Alles gut, die Jungs sind dran. Jetzt ist immerhin eine 500-Punkte-Frage. Wissen Sie, komplett verarscht ihr denn? Die 400-Punkte-Frage waren die Spiele-Dinos. Jetzt haben wir hier 3 Antworten in einer, Alter. Ja, mach gut, weiter, Stefan. Next, ja, mach weiter. Also, wer von euch hat denn das, also eins im Chat, Leute, wenn ihr Spiel des Wissens gehabt hat. Also, das hat in den 90ern jeder gehabt, weil es gab kein anderen Spiele damals, Digga. Ich habe Hotel gespielt. Ja, das war das zweite Spiel, was es noch gab, neben Monopoly. Hotel und Spiel des Wissens, Alter. Ja, aber jetzt überleg doch mal. Jeder hat doch quasi den Spielplan vor Augen. Alles gut, wir geben auf. Weiter geht's. Ja, Planeten könnte ich noch vielleicht aufzählen, Alter, weil ich Sailor Moon kenne, aber ansonsten. Da kannst du doch damit schon mal anfangen. Ja, aber guck doch mal, nochmal ihre Namen und dann Farben und Fragekategorien. Alter, woher soll ich jetzt die Fragekategorien aus dem Spiel wissen, was ich noch nie gespielt habe? Ja, das ist schlecht. Dann ja, check, los, weiter. Jalla, Alter, keine Zeit. Aber wir lösen natürlich auf. 6 Spezialthemen Zähler werden 6. Zähler Jupiter. Alter, mal die Schnauze! Zähler Neptun. Zähler Uranus. Oh, ich war mal kurz hier. Die Variante habe ich ja noch nie gespielt, Alter. So, ich mach Selçuk mal kurz, habe ich das stumm geschaltet. Ich gehe für euch. Na, Gott sei Dank, endlich. Für euch gehe ich aber sehr gerne, dann, bis wir das durchhaben, in Ruhe, erkläre ich euch das hier auch nochmal ganz kurz. So. Also, Mars ist das erste, ist rot gewesen, Märchen und Geschichten, Jupiter gelb, Helden und Schurken, Saturn hellblau, Cartoons und Fernsehen ist später nur noch mittelblau gewesen, werdet ihr gleich sehen warum, Uranus ist grün, Wort- und Sprachspiele, Neptun orange, Tiere und Pflanzen und Pluto ist dunkelblau gewesen, später lila geworden, da ist in dem Moment ist Saturn dann zu mittelblau geworden, weil viele Leute sich daran wohl gestört haben zwischen hellblau und dunkelblau, auch wenn der Pluto seit 2006 offiziell nicht mehr als Planet zählt, war Kategorie Sport und Spiel. Die Planeten Merkur und Venus sind auf dem Spielplan nicht eingezeichnet, da sie näher an der Sonne liegen als an der Erde. So. Oh, aber easy eine 1000-Punkte-Frage. Ja. Die hätten wir zu viert nicht lösen können. So, willkommen zu Selçuk. Ja, ich hab den jetzt wieder geholt. Kann der stumm bleiben? Also der ist heute sehr krawallig unterwegs. Was auf jeden Fall safe ist, Alter, die 500er Fragen sind sowas von out of range, Alter. Das ist krank einfach. Das ist. Also da geht man nochmal 700 Schritte hoch, Alter. Chrissy ist wieder da, willkommen zurück. So. Willkommen zurück, Aloha. So, Hallo, Daniel, sollen wir nochmal eine 100er nehmen? Der Free Sploy, Alter. Wieder was zu antworten. Ja, komm, aber Filmmusik, ich weiß nicht. Ja, wer weiß sowas, oder? Einfach mal random ins Klo greifen. Ja, komm, 100, wer weiß sowas. Wer weiß sowas? Oder sollen wir direkt 200? Ja, komm, wer weiß sowas 200? Wer weiß sowas 200?
Es existiert jede Teufelsfrucht nur einmal auf der Welt. Und wenn man einen Bissen von einer der Früchte nimmt, verwandelt sich der Rest der Teufelsfrucht in eine ganz gewöhnliche Frucht. Von welcher Teufelsfrucht hat Sanji in One Piece gegessen? Habe ich nicht gesehen. Tim weiß das. Irgendwas ist hier falsch. Boah, ist das lange her. Aber gut, wenn Tim es nicht sagt, dann löse ich gleich für euch auf, Jungs. Wie heißt denn die Frucht dazu? Also Sanji ist so ein Typ, der kickt die ganze Zeit mit seinen Beinen durch die Gegend und macht so Breakdance-Style und kann sowas. Ach so, gut. Ah, ich hab grad, zum Glück hast du es nochmal vor, ich hätte Ruffy gesagt. Ja, Ruffy ist die einzige, die ich wüsste, die Gum-Gum-Frucht. Aber was ist denn Sanji? Ja, wie gesagt, da bin ich, das ist halt, kann ich dir auch nicht helfen. Das ist auch so eine 500er Frage. Bin ich wirklich komplett raus. Ja, das ist eine 100er Frage, Alter. Ja, das Seldschuk, das wusste, weiß ich. Du weißt Seldschuk? Ja. Ja, wenn man es kennt, wahrscheinlich schon, ja. Keine Ahnung. Aber Tim, wenn das so einfach ist, warum weißt du das nicht? Es ist ja nicht so einfach. Das ist das Problem. Aber Seldschuk sagt, das ist eine 100er Frage. Aber du musst es wissen, Tim. Nee, ich muss es überhaupt nicht wissen. Du bist doch unser Anime-Typ hier. Das sagst du die ganze Zeit. Eigentlich, ist es ja Seljuk. Ja, okay. Seljuk ist Anime, du bist Hentai, okay. Daniel ist Schwarz-Weiß-Comics. Ja. Von Mickey Mouse. Und Stummfilm, aber die Kategorie gibt's leider nicht. Ja. Stummfilm. Wer war der Synchronsprecher in dem Stummfilm? Keine Ahnung. Also die heißt normalerweise, keine Ahnung, die heißt ja Gum-Gum-Frucht, die Ruffy gegessen hat. Irgendein beschissenes Wort, was man mit Sanji zusammenführen könnte. Daniel, rat mal irgendwas und dann nehmen wir das Wort mal zwei. Tanzan. Was? Was soll ich jetzt sagen? Keine Ahnung. Kicklick, Daniel, Kicklick. Sanji, Bungee. Trittkick-Frucht, keine Ahnung, wissen wir nicht. Okay, dann gehen wir weiter. Seljuk, möchtest du auflösen? Ja, Sanji hat gar keine Frucht gegessen. Das ist richtig. Ja. Die richtige Antwort hat von gar keiner Frucht gegessen. Sanji. Oh. Als ich die Frage gesehen habe, habe ich gedacht so, nein. Okay, clever. Oh, mies. Und wieder eine Frage, Chris, die wir nicht genommen haben. Sehr schön. Ja. So, aber tatsächlich habe ich die Fragen Svenja vorher gezeigt und habe ihr auch gesagt, wenn die Jungs sagen, ich weiß es nicht und sie raten nicht irgendwas random, bekommen sie dafür trotzdem ihre 200 Punkte, weil sie jetzt aber irgendwas geraten haben, gibt es für sie keine Punkte. Hier wären versteckte 200 Punkte drin gewesen tatsächlich. Es gibt übrigens mehrere Fragen, wo versteckte Punkte sind. Aber Stefan, ich bin ohne Scheiß, ich bin wieder überrascht, weil ich nicht gedacht hätte, dass du dich aus so einer Range bedienst. Weil das sind ja wirklich Sachen, mit denen wir uns beschäftigen. Und hey Leute, dass du sie mit reinnimmst. Bitte einmal eins in den Chat für Stefan, Alter. Ohne Scheiß. Dass Stefan sich in Siegel und One Piece besser traut. Alter, ganz, ganz großes Kino. Ja, ich muss ja mich gucken, dass ihr irgendwie anteilig irgendwie wenigstens was wissen könnt. Und so. Aber Digga, du hast noch nie One Piece geguckt. Wie kommst du dann darauf, so eine Teufelsfrucht? Ja, musst du einfach drum recherchieren, Digga. Das hat wirklich viel Zeit in Anspruch genommen. Wie gesagt, ich habe 3 Quizzes bisher fertig gemacht. So. Sie sollen ja auch nicht langweilig sein. Und ich will ja nicht fragen, wie viele Bundesländer hat. Das soll ja schon ein bisschen nerdig irgendwie sein. Und dementsprechend habe ich dann versucht, irgendwie was für euch zu picken, was euch Spaß macht. Auf jeden Fall. Aber geil ist, dass jemand, der sich nicht damit auskennt, dann noch bestimmen muss, wie schwer die Frage ist. Okay, die Rosette ist, ja. Die Rosette ist komplett ausgeleckt. Jetzt können wir weitermachen. Jetzt können wir, wollen wir Filme? Ja, was waren das gerade, was sie gewählt haben? Wer weiß sowas war das? Ach, ich habe gedacht, das war Wer weiß sowas. Ich hätte gedacht, der Stefan hat das vielleicht unter Cartoons eingeordnet oder so. Okay, das ist krass. Dann, Chris, Gesundheit. Ich weiß nicht, Filme wird auf jeden Fall schwer. Ich glaube, wir könnten Nintendo gehen mal. Mir egal, Seljuk, such du aus. Dann lass mal Nintendo machen. Nintendo für 300. Super Mario ist für viele Kinder noch heute ein Held. Doch in welchem Nintendo-Titel war Mario ein Bösewicht? Ich weiß es. Du darfst ja auch antworten. Im ersten Donkey Kong, ich überlege jetzt gerade nur, ob das irgendeinen speziellen Titel hatte. Warte, du meinst aber nicht Jumperman, also nicht das Mario, wo er die Prinzessin retten muss, als Jumperman? Oder Jumpman, wie er früher hieß?
Das erste Donkey Kong habe ich jetzt nicht gespielt. War, hieß das nicht Donkey Kong Junior oder so, wo Mario der Böse war? Ich überlege gerade selber. Ich kann es nicht sagen. Warte mal. Ich weiß, dass er bei Mario 2 auf dem Gameboy als Wario eingeführt wurde. Da war Wario der Bösewicht. Nee, in welchem Nintendo-Titel war Mario ein Bösewicht? Nee, das Spiel wurde damals umgedreht. Das erste war Donkey Kong. Da hatte das war ja dieses Jumperman. Ja, genau, dieses Jumpman. Und da, genau, da war Mario nicht der Böse, da war Donkey Kong der Böse. Und dann hinter ein paar Jahre später wurde das Ganze umgedreht. Und dann hat Mario, glaube ich, war das nicht Donkey Kong Junior oder so? Du meinst, dass Mario sozusagen den Donkey Kong dann gefangen genommen hat und dann Donkey Kong Junior... Genau, Vater, und dann bist du keine Leiter hochgeklettert, sondern Lianen hochgeklettert als Donkey Kong. Dann versuch's, Alter. Ja, Donkey Kong oder Donkey Kong Junior, würde ich halt sagen. Ja, nee, Donkey Kong ist es bestimmt nicht, weil Donkey Kong war ja der, oder, ja. Donkey Kong Junior? Ja, Donkey Kong Junior passt dann besser, ne? Aber Donkey Kong, hieß das denn damals der Arcade-Titel? Hieß der damals Jumperman? Nee, der hieß doch Donkey Kong. Nein, der hieß Donkey Kong. Ja, dann ich sag Donkey Kong Junior, keine Ahnung. Okay, komm, versuchen wir es. Die richtige Antwort. In Donkey Kong wird Mario von einem Käfig gefangen gehalten. Sein Sohn Donkey Kong Jr. ist auch die richtige Antwort, versucht nun seinen Vater zu retten. Hierbei sind nun die Rollen des Vorgängerspiels vertauscht, da Mario nun zum ersten und bisher einzigen Mal der Bösewicht ist. Die richtige Antwort ist Donkey Kong Jr. Krass, Alter. Punkte für euch, Digga. 300 Punkte, damit geht ihr in Führung. Sehr Brothers schön, of Destruction 500-300 vor Kalif Selçuk und Christian aka Tim und Daniel. Herzlichen Glückwunsch. Souverän gelöst. Warte kurz, Steffen. Erstmal, in jedem Yoshi-Titel ist der wegen Animal Abuse der Bösewicht, weil er auf Yoshi drauf sitzt. Zeug vollstopft. Boah, Junge, Yoshi, geil. Ist mal das da. Die waren wichtig, Selçuk. Ja, die waren stark. Sehr stark. Ja, was sagst du, Daniel? Sollen wir dann Cartoons 200 nehmen? Puh. Guck mal, ich wusste, dass die picken uns die Cartoon-Dinger weg. Ja, komm, müssen wir machen, ne? Ja, let's go. Ja, komm, Cartoons let's go. 200. Das wird Hur. Hau mal rein. Die DuckTales sind sehr berühmt. Doch wie heißen Tick, Trick und Track in anderen Ländern? Ordne zu und sortiere die Ente aus. Es gibt Knatte, Fatte und Tiatte, Tip, Top und Tack, Raja, Gaja und Vlaja, Tupa, Hupu und Lupu. Howie, Dewey und Louie. Und davon sind jetzt fünf Sachen sind zur Auswahl. Und es gibt aber nur vier Länder, weil eine dieser Enten falsch ist. Schweden, Serbien, USA, Finnland. Oh Gott, das ist easy, ey. Sergio, halt doch die Fresse. Sorry. Ich weiß, dass du jeden Cartoon immer sechssprachig guckst. Also von daher. Ja. Also Tim, sollen wir mal anfangen mit Knatte, Fatte und Tjatte? Wie rassistisch wird das jetzt? Das ist also die Frage. Also Knatte und Fatte passt schon irgendwie nach Schweden oder so. Ja, aber das könnte auch der Bait sein, ne? Ja, das könnte alles der Bait sein. Das ist das Problem. welche wären denn eindeutig? Naja, also mit USA hättest du ja wahrscheinlich Tip-Top-Tag wahrscheinlich. Ja, es müsste schon so kurz prägnant sein, ne? So Hui, Dui, Louie. Hui, Dui, Louie, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also das klingt für mich, also Tupa, Hupu und Lupu klingt für mich nach Finnland. Ja, wär ich auch bei dir. Das würde ich für dich auf jeden Fall Finnland zuordnen. Serbien macht mir noch irgendwie ein bisschen... Ja, oder oder Serbien hat einfach so komische Namen, Hui, Dui. Nee, das kann auch nicht sein, ne? Hui, Dui und Louie ins nach Serbien. Natte, Fatte, tja, das ist dann wahrscheinlich Schweden. Was ist denn dann Serbien? Raja, Gaja, Vlaja? Ist das Serbien? Und dann wäre Hui, Dui, Louie der Bait oder Tip, Top, Tack ist der Bait und so heißen die in den USA. Also dann einigen wir uns mal drauf, dass Tip, Top und Tack oder Hui, Dui und Louie der Fake sind, ja? Ja, würde ich sagen. Okay. Hui, Dui und Louie. Ich dachte, ihr habt euch geeinigt. Top und Tech. Was? Ja, wir überlegen, Chris. Wir überlegen. Herr Chris, die Frage ist lang, die dürfen schon überlegen. Okay.
Mal Lob an den Chat auch, dass er so ruhig ist, und auch Lob an die, die von mir schon mal heute derbe über den Mund gefahren worden sind zweimal, dass sie mittlerweile auch noch nett schweigend zu. Also ich würde ja sagen, dass es eher so was kurz Prägnantes ist in den USA, ja, oder so Tip Top and Tech. Also Hui, Dewey und Louie, das klingt irgendwie so, ich weiß nicht. Tick, Trick, Track. Tip Top Tech. Tip Top Tech. Oder ist das der? Also, ich das klingt zu nah an dem, wie es das Original ist. Ich glaube, das ist was ganz, die heißen irgendwie komplett anders. Okay, also Hui, Dewey und Louie. Ich würde sagen, die heißen so in den USA und Tip Top Tech ist der Bait. Okay, Digga, pass auf. Ist so ein Arsch, der macht sowas. Dann sagen wir Tip Top und Tech ist die Ente. Ja. Knatte, Fatte und Tjatte ist Schweden. Raja, Gaia und Vlaja ist Serbien. Tupa, Hupu und Lupu ist Finnland und Hui, Dewey und Louie sind die USA. Ja, nehmen wir so. Nehmen wir so. Und das ist richtig und dafür bekommt ihr 200 Punkte. Oh. Sehr gut, Tim, sehr gut, Tim. Ich war da auf der falschen Fährte. Sehr gut, dass du da bist. Das war zu nah am Original. Ja. Warte mal kurz mit der nächsten Frage. Ich würde mal so eine Vorhersage probieren wollen. Okay, dann warte ich kurz. Jetzt wird es hier auch noch interaktiv. Wow. Interaktiv. Ja, ich habe dem Jamski habe ich noch Editorrechte gegeben, damit er mal ein bisschen rumspielen kann, damit wir ein bisschen mehr Twitch-Potenzial ausschöpfen, weil Fredel kann nur dumme Umfragen machen, mehr kann er nicht. Und Leute muten macht er total gerne. Aber Respekt. Gut, deswegen ist der Chat auch so still. Aber Respekt, habt ihr per Ausschlussverfahren gut gelöst. Das ist immer nur am Anfang erstmal, oh Gott, wer soll das wissen? Ja. Aber ich sag, mit normalem Menschenverstand lässt sich das alles sehr gut machen und da habt ihr vorbildlich gelöst. Und damit ist der Ausgleich da 500-500. So. Eine Vorhersage. Wer gewinnt wichtig, das? Wichtig, Tim. Eine Vorhersage. Wer gewinnt das Nerd-Quiz? Oh, ihr könnt Kanalpunkte unten einsetzen, um Vorhersagen zu gewinnen. Machen. Okay, Leute, dann let's go. Wenn die Vorhersage am Ende stimmt, gewinnt ihr, glaube ich, sogar, ne? Kanalpunkte Daniel, dazu ist quasi auch Zock. Lass mal alle Kanalpunkte auf die beiden setzen und Wettbewerbsverzerrung machen. Was? was willst du? Ja, warte, wir lassen erstmal die Umfrage durch. Die sind schon bei 99%. Oh, jetzt wird er aber reingebuttert, Alter. Ich habe gerade eben Thema Daniel war bei 37.000, Chris und Sejak bei 200 Kanalpunkten. Aber jetzt hat einer. Also deutlich vorne mit 80.000 und jetzt 73.000 bei den anderen. Boah, da fliegen die Punkte, Leute. 180.000 mittlerweile. Oh. Chris, ich glaub, die hoffen auf dich. Naja, aber ihr dürft, Team Chris und Seljuk, die Brothers of Destruction, dürfen sich eine neue Kategorie aussuchen. Ja, ich würde jetzt, wollen wir auf Cartoons gehen oder wollen wir auf Filme? Oder wollen wir nochmal Nintendo probieren, Chris? Hat gut geklappt. Egal, Seljuk, egal so aus. Komm, machen wir nochmal Nintendo, Stefan, für 400. Nintendo 400, let's go. Ich mach kurz hier Pause erstmal. Ich habe nämlich auch Videos geschnitten und extra auf einen anderen YouTube-Kanal hochgeladen, damit ich Sachen hier einblenden kann, ohne mir meinen Kanal vorzumelden. 1994 erschien dieses Spiel auf dem SNES, das in Bezug auf Detailgrad und Animationen zu dem Zeitpunkt fast alles in den Schatten stellte und aufgrund der Brutalität zum Ladenhüter wurde. Wie heißt das Spiel? Wir gucken uns kurz 16 Sekunden Spielszene an. Es wird krass. Kannst du nochmal machen, bitte? Ja, kein Problem. Scheiße, Alter. Mann, diese Dinge, diese Side-Scrolling-Dinger, Alter, aller. Ich habe jetzt Probotector im Kopf, aber das ist ja eher aber so. Aber es wäre ja auch dann, wenn dann Contra. Probotector ist das ja nur in Deutschland. Nein, Probotector ist Contra nur mit Maschinen. Das Geschnittene.
Ja, also ganz kurz noch, weil der Chat jetzt auch schreibt, das war doch auf dem Index. Meines Wissens ist das Spiel nicht auf dem Index gewesen, aber weil der SNES ja eher eine Konsole für Kinder gewesen ist und die Titel verhältnismäßig teuer gewesen sind damals, haben die Eltern natürlich da damals noch ein kleines bisschen genauer hingeguckt und dann einfach das Spiel als zu brutal dafür empfunden und es ist aus dem Grunde ein Ladenhüter geworden. So habe ich das recherchiert. Es ist aber auch jetzt, also ich kenne das Spiel überhaupt nicht, Mann. Scheiße. Ist das? Ich bringe auch nichts, wenn ich raten will, weil ich hab's noch nie gesehen. Nee, ich hab's auch noch nie gesehen, Gibt's leider zu viel von solchen Spielen. Ja, Contra ist halt auf jeden Fall nicht. Es nee. Wolltest du nochmal sehen? Nee, braucht man nicht. Mach ruhig noch einmal an. Hatte schon so ein bisschen was wie von Physik, wenn du irgendwo hingeschossen hast, dass dann schon so Trümmerteile aus den Wänden rausgeflogen sind und wenn du eine Wand gesprengt hast, ist die Sachen geflogen. Also das war damals das Beste, was aus dem SNES jemals rausgeholt worden ist zu dem Zeitpunkt. Also ich weiß es auch, Tim, weißt du das? Ich habe gar keinen Schimmer, überhaupt nicht. Ich habe auch überhaupt keinen Schimmer. Brauche ich keine Ahnung, gab's irgendwo mal einen Turok-Teil, der vor Turok 1 gekommen ist? Ich glaube nicht. Und das war ja jetzt auch gerade ein Ork, deswegen, das sind keine Dinos, deswegen, es passt auch nicht. Sag einfach Process of Destruction. Wir geben keine Antwort. Meinst du? Wir geben keine Antwort. Okay, wir gucken einfach mal rein. Ich habe nämlich auch den Anfang vom Spiel einmal den Ladebildschirm mitgeschnitten und guck mal hier rein. Black Hawk. Und dann von Nintendo da durchlizenziert und dann landet. Aber geile Mucke. Ja, es macht voll Laune, das Ding anzuschauen. Take Bock, das zu zocken. Schade. Chrissy, Vorschlag fürs nächste Mal, um interaktiver zu machen, Chat offen lassen, aber die Quiz-Teilnehmer dürfen nicht anschauen, dann könnt die Community hier miträtseln. Grundsätzlich, ihr könnt sowieso ja immer miträtseln, deswegen solltet ihr euch ja Zettel und Stift bereitlegen. Ich finde aber immer, für die Leute, die das ganze Ding hier rewatchen, ist es immer ein bisschen schade, wenn man den Chat nicht mitlesen kann. Und der Klar-Chat ohne den Chat-Bot, der ist halt eben auf dem Bildschirm so besser auf dem Fernseher mitzulesen, als dass man ihn gar nicht sehen könnte, weil dann hat man sonst keine Chance, hier nachzuverfolgen. Deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Ist auf jeden Fall Black Hawk, okay, kannte ich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht tatsächlich, aber ist ja auch eine 400er-Frage gewesen. Ich habe selber nie ein SNES gehabt, aber hätte ja sein können, dass ihr euch auskennt. Was? Schade, Marmelade. Weiter geht's. Mhm. Genau, ja, hier ist in den USA Black Thorn, genau. Ja. Aber dann hier, wer weiß sowas, 100 jetzt nehmen? Dass wir die leichten Fragen weiter wegnehmen? Also wir versuchen mal so ein paar Safe Points hier zu machen. Ja, so mal die Führung wiederholen. Die Führung wiederholen, ja komm, dann versuchen wir mal die Führung wiederzuholen mit wer weiß sowas. Welches, 100 oder was wollt ihr haben? 100. Ja, 100. Wer weiß 100. sowas, 100, okay. Der entspannte Boss. Welchen Knopf drückte Bundeskanzler Willy Brandt am 25. August 1967? Muss er Daniel wissen. ich hab da tatsächlich welchen Knopf? Die Spülung am Klo. Ich glaube, die drückt er jeden Tag. Er druckte die erste Merkursonne. Welchen Knopf drückte Willy Brandt am 25. August 1967? Irgendein historisches Ereignis? Also ich ich habe irgendwas. Hat er irgendwen angerufen oder so? Nein, ich meine, es hätte irgendwas mit dem Fernseher zu tun, aber ich kann auch sein, dass ich komplett daneben liege. Also irgendwie Farbfernsehen oder so, kann das sein? 1967? Oder ja, irgendwas. Gut. Oder ja, Sound gab es wahrscheinlich vorher, Farbe. Also aber vielleicht war es auch ein ganz anderer Knopf. Aber ich meine, ich hätte irgendwas mit Willy Brandt und
Ich habe keinen Schimmer, du bist da der Experte in 67. In Willy Brandt-Fragen ist er dein Experte. Ja, ja, das, da haben wir uns vorher aufgeteilt. Wir haben gesagt, Daniel, wenn eine Willy Brandt-Frage kommt, dann antwortest du. Nein, ich habe das... Oh Gott. War es das wirklich? War es das? Also, Es gab mal so eine Doku-Reihe über die deutschen Kanzler und sonst irgendwie sowas. Und Willy Brandt, da gab es ja einmal diesen berühmten Kniefall, gab es da ja, glaube ich, das war auch Willy Brandt. Und ich meine, da war auch irgendwas mit, ich glaube, ich sage jetzt einfach mal Fernseher. Er drückte den Knopf von einem Fernseher. Wollt ihr das einloggen? Ja. Willst du es noch spezifizieren, bevor die jetzt nicht rumkacken? Kann ich nicht spezifizieren. Ja, aber dann lass uns doch kurz überlegen noch. Was, also es war ja dann entweder, wenn es was mit dem Fernsehen zu tun hat, was entweder, dass es keine Stummfilme mehr mich, gab. Und ich kann mich an irgendwelche Aufnahmen erinnern, wo der halt da irgendwo stand. Was weiß ich, ob das irgendeine Ausstellung war oder eine Messe oder was weiß ich wo, keine Ahnung. Und dann, aber vielleicht war es das. Und da ging es halt irgendwie um Radio, Fernseher. Was, ein Radio? Nee, komm, ich sag Fernseher. Ja, dann sagen wir, er macht den Fernseher laut oder bunt, Daniel? Nee, er macht den an. Er macht den an? Okay, ja. Er macht den einfach nur an. Ja. Dann schauen wir einfach mal rein. Das Farbfernsehen will ja kein Luxusartikel bleiben. Und ich weiß nicht, ob es geht, aber auch meiner Meinung nach wird es hoffentlich nicht allgemeine Gebührenerhöhungen nach sich ziehen müssen. In der Hoffnung nun, meine Damen und Herren, in der Hoffnung auf viele friedlich farbige, aber auch spannend farbige Ereignisse, über die zu berichten und die darzustellen, sich lohnt. Und weil der Ausdruck Startdruck durch ein Mitglied der Regierung gebraucht missverstanden werden könnte, gebe ich jetzt gewissermaßen den Startschuss für das deutsche Farbfernsehen. Ja, aber dann war die Antwort ja falsch, oder? Ja, zu dem Zeitpunkt, ja. Also die Antwort ist falsch, dafür gibt es keine Punkte natürlich, aber er drückte dort den Knopf. Ereignis, Alter. Und dass der Bundeskanzler das Farbfernsehen einschaltet, finde ich auch ziemlich krass, wusste ich auch überhaupt Hammer, gar nicht. Man muss dazu sagen, es gab damals einen technischen Fehler. Dieser Knopf hatte gar keine Funktion, die er dort quasi gedrückt hat. Aber in der Schaltzentrale wurde der Hebel dann zu früh umgelegt, sodass es zu 2 Sekunden Delay kam und das Fernsehen schon 2 Sekunden bunt war, bevor er diesen Knopf drückte, der gar nichts bewirkte. Ach Mann, ja, ich wusste, dass da irgendwas mit Fernseher war, aber dass der so einen großen roten Knopf da gedrückt hat, das witzig. Trotzdem, epischer Fernsehmoment, Alter. Epischer Fernsehmoment. Wer weiß sowas, genau. Ja, dann machen wir mal Filme 300. Selçuk, bist du noch da? Bist du einverstanden? Nee, alles gut, alles gut. Okay. Wayne Szalinski ist ein brillanter, aber auch zerstreuter Wissenschaftler, der mit seiner Frau Diane und seinen 2 Kindern Amy und Nick sowie dem Hund Quark in einem beschaulichen Vorort lebt. Welche Maschine ist sein Lebensprojekt? So eine Schrumpfmaschine. Liebling, ich habe die Kinder ja, geschrumpft. Schrumpfmaschine. Dann schauen wir einfach mal rein, ob das richtig ist. Ein großes Experiment. War 300, weißt du, aber wir hatten eine 100er Frage. Die Kinder geschrumpft. Ja, echt. Die sind etwa so groß und kämpfen sich durchs Gras. Erinnert mich irgendwie an unseren Garten. Bienen! Mach, dass du wegkommst. Der Riesenspaß für groß und ganz klein. Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft. So im geil, Disney Channel. Jetzt habe ich den gefunden. Bruder, ich habe den Film, glaube ich, 10 Mal, 20 ja, Mal gesehen. Als kleines easy. Kind, ey. Ohne Scheiß, ich habe den so oft geschaut, Mann.
Haben wir gut gemacht, Selçuk. Reiner Punkt für Christian Selçuk. Damit steht es 800 zu 500. Und Kalif Selçuk und Christian müssen auf jeden Fall jetzt einen Ticken zulegen. Und ja, sind wieder dran. Falschen Knopf gedrückt, ja. Digga. Wir sollten noch die einfachen Fragen kriegen. Die Fragen... Kriegst du das Geld zurück, ne? Das, ja, das ist schwierig, schwierig, schwierig. Boah. Kommt, Tim, such mal was aus. Ich weiß es nicht. Ich bin... Also nachdem, wer weiß sowas, 100 so übertrieben schwierig war... Ging. Ihr hattet ja die richtige Antwort genannt, habt sie nur nicht euch für sie entschieden, also war ja eigentlich nicht so schwierig. Ja. So gesehen. Tim hat ja gesagt. Trotzdem schwieriger als den Film. Ja, das ist immer schwierig, aber es ist auch eine andere Kategorie. In Brettspielen und so Filmen kennt man sich vielleicht besser aus. Als ja, wenn Brandon. Wir jetzt natürlich Filme 400 nehmen, dann kommt direkt wieder so eine total kranke Frage. Ja, vielleicht haben wir auch Glück. Wie viele Vögel sieht man im Alfred Hitchcock die Vögel oder so? Vielleicht haben wir Glück, ist eine Star Wars-Frage oder so. Komm, Filme 400. Riskieren, okay, komm. Gas. Filme 400. Welche Lichtschwertfarbe hat Messi? Die böse Königin Bafmorda soll einer Prophezeiung nach zu Tode kommen. Das versuchen einige Personen zu verhindern. Unter anderem Matt Mardigan, Burgelcut, Finn Raziel und Migos. Welcher Film wird gesucht? Ei. Finn Raziel. Matt Mardigan habe ich irgendwann mal gehört, aber... Irgendwie kommt mir das für kein Burgelcut. Finn Raziel. Gut. Und Selçuk hätte gewusst? Bafmorda. Wobei die Frage auch ein bisschen falsch gestellt ist, sehe ich gerade. Also die Königin Bafmorda... Moment, ganz kurz zur Erklärung. Die Königin Bafmorda soll eine Prophezeiung nach zu Tode kommen und möchte das quasi verhindern und diese Personen versuchen wiederum zu verhindern, dass Bafmorda ihren eigenen Tod verhindern möchte. Ich markiere mir das mal, um das nochmal zu ändern. Diese Dinger, wenn ihr das mal zu Hause mit irgendjemandem spielen wollt, könnt ihr den Link auch einfach dann abgreifen. Deswegen markiere ich mir immer noch, wo ich noch kurz einen Rechtschreibfehler habe oder eine kleine Verständnisänderung drin habe, damit ihr das vielleicht irgendwo anders mit euren Kumpels oder so mal zocken könnt zu Hause. Das ist jetzt Filme. Das versuchen einige Personen zu verhindern. Also mir kommt die Story bekannt vor, aber das Problem ist, ich kann gerade die Namen überhaupt nicht zuordnen. Ich habe leider wieder keine Ahnung. Also Matt Mardigan sagt mir was, den Namen habe ich schon mal gehört. Vielleicht aber auch nur einfach so. Ich habe auch überhaupt kein Bild vorm Kopf, also kein Disney oder sonst irgendwas. Deswegen würde ich mal schätzen, es ist irgendein wahrscheinlich mittelalterliches Fantasy von, keine Ahnung, 1980. Würde ich jetzt schätzen. Irgendwas vor 90 auf jeden Fall. Ja. Also ist das eher dein Gebiet, Daniel. Sorry. Ja, schon klar. ich weiß es aber, glaube ich, nicht. Keine Ahnung. Wie hieß der lustige Robin Hood-Film nochmal? Held in Strumpfhosen. Ja. Einfach aus dem Nichts random, Alter. Wer war's? Die böse Königin Bafmorda soll einer Prophezeiung nach zu Tode kommen. Und die versucht dann ihren eigenen Tod zu verhindern. Und das wollen natürlich. Also die Guten sozusagen mit Mardigan, Burgelcut, Finn Raziel und Migos und unter anderem halt eben die Guten, die wollen das natürlich unterstützen. Ja. Kein Schimmer. Ich würde sagen, wir hoffen einfach darauf, dass der Film keiner heißt und wir geben keine Antwort. Nee, heißt er garantiert oder Nobody nicht. Aber oder sowas. Ich kann, keine Ahnung, die Namen kommen mir halt einfach nicht. Nee. Bei denen, den Film kenne ich garantiert. Oder Chris und Selçuk, garantiert hättet auch. Ihr es gewusst? Ich habe euch schon mehrfach gesagt, ihr müsst diesen Film gucken, deswegen seid ihr selber schuld, dass ihr diese 400 Punkte nicht gehabt gesucht. Oh, dann weiß ich es jetzt, aber das war ein Tipp. Gesucht ist natürlich Willow und Matt Mardigan wird gespielt von Val Kilmer tatsächlich. Ja, Willow. Scheiße, Willow, ja. Selber schuld, 400 Punkte weg bei Filme. Keine Punkte mehr gekriegt. Selçuk, ich oder du aussuchen? Mach du. Ja, machen wir mal einfach mal was sagst du, Spielberg 300 oder Cartoons 300? Geht Cartoons. Nehmt doch mal Filmmusik, damit wir wissen, was da passiert. Wollen wir Cartoons nehmen? Oder? Ich sag, mach du, komm. Du bist Spielberg, ist ja dein Fachgebiet.
Ja, aber Cartoons. 300 ist aber noch eine gute Range, so. Ist doch gut, glaube ich. Also 400 und 500 wird dann richtig schwer. Ja, was sagst du, also Cartoons oder Spielberg? Wo sind wir besser? Ja, in dem einen bin ich besser, in dem anderen bist du besser. Komm, machen wir Cartoons 300, weil ich glaube, Spielberg tun sich die Jungs. Tim guckt keine Filme. Tim guckt keine Filme. Deswegen. Du willst das Ding wieder komplett auf meinem Rücken stemmen, ne? Merke ich schon. Okay, mach mal Cartoons 300. Wie heißt der ärgste Widersacher von Flash Gordon? Boah. Fuck. Ich weiß, wie er aussieht. Shit, ich weiß auch, wie er aussieht. Was ich ein bisschen schade finde bei diesem Programm, ich habe es halt auch extra gekauft und so, was mir manchmal nicht ersichtlich ist, warum sind manche Sachen größer geschrieben als andere und mit den, also dass das jetzt so klein geschrieben ist hier für euch, wenn anderes so groß ist, weißt du? Boah. Und das ist irgendwie keine Gibst Ahnung. Gibst du denn da irgendwie eine Schriftgröße vor? Oder? Nee, du kannst da gar keine Schriftgröße einfügen, so, deswegen ist es irgendwie ein bisschen komisch. Ich bin einfach noch nicht auf den Trick gekommen. Vielleicht skaliert das mit dem Bild. Wenn du das Bild in eine kleinere Größe änderst, ist die Schrift größer. Ja, aber das könnte sein. Ich habe auch mal manchen, wo gar keine Schrift, gar kein Bild drin ist, ist es dann trotzdem kleiner als woanders. Dann habe ich keine Ahnung. Dann habe ich keine Ahnung. Aber das sage ich heute Abend sehr oft. Also. Ich habe keine Ahnung. Irgendwas mit Zordog oder sowas im Kopf. Zord. Irgendwie, das ist ja die Zordog oder so. Zord, einfach Z-O-R-D, Zord, irgendwie so. Zordog, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oder hat er auch was mit Lord? Nee, mit dem Lord hat er nichts zu tun, glaube ich. Nicht Lord Zordok oder so, aber Zordok irgendwie sowas. Eins in Chat, wer es weiß. Zordiak. Zorak. Sollen wir Zord sagen, Alter? Und wir wissen es eh nicht. Mach einfach. Wir sagen Zord. Wir wissen es nicht, Alter. Okay, dann schauen wir einfach mal die richtige Antwort an. Und dazu habe ich hier ein Band von Beschwörden und hier unten die Rache des Ming. Ah, und ja. Ming ist der. Ach, Ming, Alter. Der merkst du, wie das auch mal schon hatte. Ja, wegen. Flash Gordon aber ist auch nicht mein Metier, Alter, muss ich sagen. Nee, habe ich auch. Nichts mit deiner Brause, ja. Ja, das wären 300 okay, Punkte Tim. Gewesen. Wie können wir denn jetzt aufholen oder sogar vorbeiziehen? Ja, wenn da waren mehr Punkte wieder mit Spielberg oder was? Ja, das ist die einzige Chance, oder? Oder wer weiß sowas? Wer weiß sowas hat uns übergefickt auf der 100er-Frage. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, komm, wir versuchen es mit Spielberg 300. Spielberg 300. Wer war Chester Copperpot und wie kam er zu Tode? Oh, das sagt mir was. Sagt mir auch was. Das sagt mir was. Ja, Chris, hör doch auf, laut zu denken, Alter. Boah. Jasmin, 3000 habt ihr schon, sehr cool. Echt? Als 3000? Nee, 1000. Ach so. Wenn da waren, hat 900. Auf jeden Fall Chat vor euch. Chester Copperpot. Chester Copperpot. Das muss irgendwas mit Filmen sein. Warte mal, das ist. Warte. Das ist auch wieder ein Trick. Weil ich meine, Chester Copperpot kommt auch bei den Goonies vor. Und das ist der Typ, die begeben sich ja auf die Suche nach irgendwie so einem Typen oder was weiß ich, keine Ahnung. Und ich meine, der heißt Chester Copperpot. Aber wie kam er zu Tode? Vielleicht gar nicht und Digger trollt. Das kann auch sein. Chris, weißt du? Oder ist einfach normal nein. gestorben oder sowas? Nein. Ich habe eine Ahnung, Alter. Keine Ahnung. Doch, die finden doch sogar das Skelett dann nachher von dem. Aber ich ja, dann weiß. Ist er irgendwie gestorben? Ja. Was hat er denn gemacht? Keine Ahnung, es gibt da irgendwie so eine Legende in dem Film und dann begeben die sich auf die Suche nach dem und boah, wie endete denn der Film nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ich überlege die ganze Zeit, wie der Film, also wenn es überhaupt stimmt, aber das müsste der sein. Aber die kommen dann ja am Ende da in diese Höhle und da ist doch dann dieses, oh Gott.
Ich hole mir mal einen Teller Spaghetti, der dauert ja noch ein bisschen hier. Ja. Wir müssen noch kurz Daniels Gehirn wieder ankurbeln, dass er sich erinnert. Keine Ahnung, vielleicht ist er in die Höhle gestürzt und ist dabei ums Leben gekommen. Ich kann es dir nicht mehr sagen. Ja, aber sowas ist doch, das muss, wenn Digger sowas auswählt, entweder trollt er uns oder er ist gar nicht gestorben, aber wenn du sagst, er ist tot, dann muss es irgendwas Cooles gewesen sein. Sonst würde er nicht danach fragen. Ja, aber ich kann es entweder irgendwas Dummes, dass er irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Dummes gemacht hat oder irgendwas Übercooles, wie er gestorben ist. Mit Mittelfinger nach oben, was weiß ich. Aber ich weiß es wirklich nicht mehr. Soll ich auflösen? Ja, keine Ahnung. Ja. Ihr wart halt auf dem richtigen Pfad und dann ist Daniel ein bisschen zu weit getapst. Und ich löse einfach mal auf. Sie haben natürlich nicht nach Chester Copperpot gesucht, sondern sie haben nach dem einen. Sie haben nach dem. Sie haben nach dem. Na, nee. Also, nein. Also. Warte. Oh nee, das ist Data. Also sie haben nicht nach Chester Copperpot gesucht, sondern sie haben nach dem Schatz des einäugigen Willy gesucht bei den Goonies. Ach, deswegen ja, wart ihr im stimmt. richtigen Dingens. Aber es gab schon mal jemand, der aufgebrochen ist, um den Schatz von einäugigen Willy zu suchen. Und das ist tatsächlich Chester Copperpot gewesen. Dann war der Chester Copperpot war ein zurückgezogener Schatzjäger aus Astoria, Oregon, der in den 1930er Jahren auf der Suche nach dem Schatz des einäugigen Willy vermisst wurde. Er wurde später von den Goonies gefunden, zu Tode gequetscht unter einem mit Sprengfallen versehenen Felsbrocken. Sie haben dieses Skelett tatsächlich auf dem Weg gefunden und haben da auch noch einen Hinweis gefunden, aber ich möchte nicht zu viel spoilern, deswegen drücke ich das auf jeden Fall weg. Leider keine Punkte. Rest aber Goonies stimmte Schwester. Immerhin. Aber wieder sehr nah dran, Daniel. Das ja, wird verdammt. Heute noch. Das wird halt noch. Verdammt. Ich muss dringend Goonies gucken, so oft wie Digger das als Frage hier reinnimmt. Ey, der Goonies ist mega. Das ist halt so kacke, weißt du? Ich will halt keine Hilfe, wenn es uns kommt. Ja, deswegen ist halt mal am Anfang, habe ich zufällig bestimmen lassen, wer in welchem Team spielt, damit es halt da, es fair oder unfair wird, einfach dann auch. So, Chris. Ja, wer weiß sowas? 300? Nee. Ich würde jetzt mal die dicken Dinger wegpicken, Alter. Ich würde jetzt mal Nintendo 500 nehmen. Okay, mach. Jo. Nintendo 500, wir gehen rein. Im Titel Star Fox von 1993 gab es vier Hauptprotagonisten. Man selber spielte Fox, einen Fuchs. Welche Tiere repräsentierten seine Teammates? Aber ich weiß auf jeden Fall, dass Star Fox in Deutschland nicht Star Fox hieß, das ist Lilith Wurst. Ich glaube, das war der Fuchs, das war ein Vogel. Ja. Aber ich glaube, Fuchs, Vogel, Hund und Bär oder so. Fuchs, Vogel, Hund. Fuchs, Vogel, Hund, Bär. Ey, ich habe es nicht gezockt, ey. Fuchs. Ich auch nicht. Fuchs, Vogel. Ich glaube, Fuchs, Vogel, Hund ist mir irgendwie so. Also der Vogel ist ja Ding. Ist ja dann bei Super Smash Bros. Auch mit den gleichen Fähigkeiten wie Fox. Ja, so ein Falk mehr. Oder was ist das? Oder so ein Papagei, wie so ein, keine Ahnung. Ein Fuchs, Vogel, Hund. Aber Fuchs, Vogel, Hund. Ich glaube, der eine war auch ein Hund. Da war das vielleicht irgendwie ein Waschbär oder sowas nicht. Ein Hund, meinst du? Eins im Chat, wer das weiß, Leute? Oder so ein Chamäleon oder so, Eidechsen oder irgendwas da? Fuchs, Vogel, Bär. Fuchs, Vogel. Ja, die waren auf jeden Fall zu viert, ne? Steht auf jeden Fall in der Frage. Stimmt. Ich habe vier Hauptprobleme. Okay. Alles klar. Also Vogel, Bär. Vogel und Fuchs halt auf jeden Fall. Vogel und Fuchs auch zu 100%. So, war's ja, war es echt ein Bär? So, Hund und Eidechse, Alter? Ich habe keine Ahnung, Alter. Spiel mit 10 Frames die Sekunde maximal, Digga. Also, Arne. Nee, aber da war doch immer das immer so einer, der mit ihm gesprochen hat, ganz am Anfang, wenn man losgeflogen ist. Gerade losgeflogen ist, hat gleich einer mit ihm gesprochen. Ein Frosch? Das war so ein Frosch, glaube ich. Nein. Der mit ihm gesprochen hat, doch. Das war irgendwie so ein Frosch oder sowas, der mit ihm gesprochen hat. Ganz am Anfang. Der fliegt los und dann ist da, und dann kommt dieses Screen so oben und dann macht er. Digga, du redest aber gerade von der N64 von dem 64. Ja, genau. Ja, ach so, 93, scheiße, ist der 1993, ja, fuck, stimmt. Aber vielleicht die Richtung ein Ding. Ist das ein Frosch? Ich glaube, es ist ein Frosch, Alter. Und ein Hund. Frosch, komm, wir sagen, ey, fuck it, Alter. Frosch und Hund.
Tiger war nicht, oder Tiger oder so? Nee. Egal, pass auf, wir sagen einfach. Du passt den Zoo durch. Fuchs, Frosch. Also Fuchs, Frosch. Nein, Fuchs ist ja nicht dabei. Also Vogel, Frosch und Bär, oder was? Doch, es gab vier Hauptfotografen. Aber Vogel ist schon sehr weit gefasst, finde ich. Das müsst ihr spezifizieren. Ja, es ist ein. Ich sage ja auch nicht, ob Rotfuchs oder Silberfuchs, Alter. Na, es ist eine 500er Frage, Chris. Da ist Vogel ein Unterschied zwischen Falken, einem Papagei und einem Adler und einem Kakadu. Ich habe gar keine Ahnung, warum Chris und Tim sich gerade in die Frage einmischt. Ich will euch nur helfen, dass ihr nicht gleich euch aufregt, dass der Vogel Feldschuk nicht durchgehen lässt Fuchs, und dann wieder ja geweint wird. Fuchs, Hund, Frosch und Vogel, Alter. Also der Tim hat recht, falls ein Vogel dabei ist, müssen sie ja schon sagen, was es für ein Vogel ist. Ein Falke. Ist ein Falke, okay. Fuchs, Falke, Frosch und Hund, Alter. Ja, komm. Was für ein Hund? Halt's Maul. Wir schauen. Wenn, dann wäre es wahrscheinlich eine Dogge. Hund oder Bär nehmen? Wir wollen mal Hund oder Bär nehmen. Nehmen wir lieber einen Bär, Alter, oder? Weil der Fuchs und der Hund sind vielleicht zu nah aneinander, vielleicht. Deswegen haben sie vielleicht nicht einen Hund und einen Fuchs genommen. Aber es ist mir so direkt in den Kopf geschossen. Ich okay, dann machen wir es. Dann machen wir es. War eine Dogge oder sowas, keine Ahnung. Also wir haben Frosch, Falke und. Haben wir eh nicht, Alter. Ja. Und ja, mach einfach, löse auf. Okay, wir schauen einfach rein. Ich habe für euch die Anfangssequenz zusammengeschnitten, von der Selçuk tatsächlich eben gesprochen hat, zufälligerweise. Ja, ne? Und wir gucken uns einfach jetzt einmal kurz an. Da sind auf jeden Fall alle zu sehen. Emergency, emergency. Fuchs. Falke. Frosch. Hase, fuck, Junge. Aber es war gut. Es war gut. Ihr wart nah dran. Nicht schlecht, Boys. Schade, der Hase hat euch hier weggerissen halt eben. Slippy, der Hase. Genau so ist es, Arne, Alter. Hase wäre ich gar nicht drauf gekommen, Alter. Gerade Hase. Arne, wenn du es mit deinen Jungs mal spielen willst und mal gucken, ob die es noch wissen, dann melde dich einfach, ich gebe dir gerne den Link dafür, dann kannst du mit dir mal testen. Du weißt nämlich echt viel, Arne. Hätte ich dich mal besser eingeladen hier, war als Telefonjoker. Ja, nicht schlecht, aber trotzdem. 800 zu 500. Immer noch. Kalif Selçuk und Christian müssen reinhauen jetzt. Mindestens 300 müssen sie kriegen und zum Gleich schießen. Ja. Ja, dann, wer weiß sowas 300? Wer weiß sowas 300? Wer weiß sowas? 300. Let's go. Unter welchem Namen ist die Serie Shingeki no Kyojin bei uns bekannt? Klar. Easy. Easy. So, ist wahrscheinlich total easy, aber... Okay. Ich glaube, ich weiß es sogar. Shingeki. Obwohl, warte. Warte mich wieder. Keine Ahnung. Selçuk, weißt du es? Ich hab's schon mal gelesen. Ich hab eine Vermutung. Ich hab für einen Kumpel von mir mal ein Geschenk gekauft, so eine Figur, in so einem Anime-Shop. Und das war auf jeden Fall dabei bei den Namen. Also auf jeden Fall ein Anime und es ist ein bekannterer. Okay. Irgendeine Figur oder so, vielleicht, die einem. Keine Ahnung, Mann. Das ist so, wenn du so irgendwas aus dem Augenwinkel siehst, ne? Fuck my life. Beschreib mal an, was du dich erinnern kannst. Ja, das Problem war, das war halt so ein Shop, da gab es so alle möglichen Anime und sonst was Figuren mit so kleinen Mädchen, die irgendwie viel zu wenig anhaben, zu richtig coolen Poser-Figuren mit Waffen und sonst irgendwas. Also das kann halt alles sein, leider. Okay. Schade. Shingeki, aber ist... Ist Shingeki nicht irgendwas mit Kämpfen? Kämpfen, okay. Shingeki no bei uns bekannt.
Shingeki no Kyojin. Lass uns einfach raten, irgendwas. Ich hab hier irgendwas. Ja, keine Ahnung, irgendein Anime, der in die Richtung geht. Ja, dann sag mir einen. Keine Ahnung, Attack on Titan. Ich hab echt überhaupt keine Ahnung. Ich weiß, okay, dann nehmen wir Attack on Titan. Also ich hätte gesagt Dragon Ball. Dann schauen wir rein. Nee, Dragon Ball nicht. Und das ist auf jeden Fall der Ausgleich. Es ist Attack on Titan, Alter. Krass, Mann. Ganz kurz, damit die Leute schlauer werden. Die Handlung von Attack on Titan dreht sich um den jungen Eren Jaeger, seine Adoptivschwester Mikasa Ackerman und seinen besten Freund Armin Alert, die zusammen mit den verbliebenen Rest der Menschheit innerhalb von den mittelalterlich wirkenden Städten leben, die durch riesige Mauern vor den Angriffen der sogenannten Titanen, gigantische humanoiden Wesen, die die Menschen scheinbar grundlos verschlingen, geschützt sind. Das sind 300 Punkte. Attack on Titan. Ich hab's auch die ganze Zeit gelesen. Brettspiel irgendwo, Alter. Ja, das ist das Brettspiel, was wir davon haben. Das ist das Brettspiel gewesen, ja. Episch, der Ausgleich, Fuck. Alter. Ja, so gewinnt man doch gerne, Daniel, durch Raten. Also, ja, wie wahrscheinlich war das denn jetzt? Ja, ich hab die ganze Zeit geschwankt zwischen Demon Slayer, Attack on Titan und, das waren eigentlich die beiden. Das also ist der Ausgleich. Richtig. Filme Pick 100 nice. Nehmen wir auf jeden Fall nicht, Alter. Filme 500. Filmmusik 100? Nee. Filmmusik 100? Sicher? Ich habe keine Ahnung von Filmen. Oder wollen wir Cartoons 400 nehmen? Ja, komm, machen wir, Alter. Fuck it, Alter. Wissen wir zwar eh nicht, aber mach einfach. Ja, komm. Cartoons 400? Let's go. Ja, ja. Mrs. Brisbys Sohn Timmy ist todkrank. Während alle Tiere vor dem jährlich drohenden Unheil am Tag des Umzugs fliehen, ist Mrs. Brisby gezwungen, aktiv zu werden, einzuschreiten, um sich und Timmy Zeit zu verschaffen. Welches Unheil ist gemeint? Ich weiß nicht, worum es da geht, also du. Mrs. Brisbys Sohn Timmy ist todkrank. Mrs. Brisbys Brisby. Ja, alle Tiere vor dem jährlichen Drohnenunheil. Ist es vielleicht irgendwie unten am Fluss oder sowas, diese Serie? Aber Mrs. Brisby? Unten am Fluss? Watership Down oder wie es auch hieß? Mrs. Brisby ist gezwungen. Ist es vielleicht... Welches Unheil? Was könnte für ein Unheil in den Wald kommen? Digga, erstmal scheiß mal Unheil. Erstmal, wer ist Mrs. Brisby und warum ihr Sohn? Warum ist ihr Sohn? Ich hab doch gerade gesagt, Alter. Watership Down. Kurze Frage. Warum durfte denn eigentlich der dann auch nochmal mit dem Sohn? Verstehst du? Warum hat er seinen Neffen so lieb? Timmy ist todkrank. War das nicht so eine eventuell diese, irgendwie eine Fuchsfamilie oder sowas und der hat ihren Sohn da mitgepackt? Eins in Chat, wer es weiß, Leute. Was für ein Unheil könnte denn einem Wald, jetzt scheiß mal auf Mrs. Brisby, was für ein Unheil könnte denn einem Wald drohen? Eine Flut. Überschwemmung, Alter. Flut. Überschwemmung. Dann machen wir jetzt, die Antwort ist... eine Flut, eine Überschwemmung, Alter. Die Antwort ist Überschwemmung. Okay, ich würde sagen, dann schauen wir einfach rein. Ich habe nämlich die Szene für euch zu sein reingeschnitten hier. I don't suppose you've packed. What about Timmy? The chill in the air. Okay, dann sind wir ganz woanders. Child, that tractor surely will. For the last time, get your children out of here before it's too late. Okay. Oh, Alter! Run! The plow is here! Run your life! Run! It's moving day! Schade. Run! The plow is here! Run! Get out!
aber auch ja, schweres Ding, der Flug das Unheil. Das, ich wollte vorhin noch irgendwie Abholzung oder sowas sagen vom Wald, aber war mir irgendwie zu weit weg. Einmal im Jahr wirft der Bauer die Pflugmaschinen an, um sein Feld zu pflügen. Sämtliche Tiere fliehen in Panik. Das ist der Tag des Umzugs, weil einmal im Jahr wird das Feld, einmal im Film, schlägt so ein bisschen in die Watership-Down-Richtung. Miss Brisby ist eine Feldmaus, jedoch ist eine Zwickmühle, denn ihr Sohn stirbt, wenn er seine Bettruhe nicht einhält. So beschließt Miss Brisby, die Maschine aufzuhalten. Was hat denn der Sohn? Ich weiß nicht, was eine Lungenentzündung hat er, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Was ist das für ein Film? Ja, ziehst dir rein. Ich hab den hier am Start. Beim nächsten Mal kann ich dir den gerne mitgeben. Nein, wie heißt der Film? Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Noch irgendwas. Mrs. Brisby und das Geheimnis von Nim. Ich weiß, dass ich den auf jeden Fall vor Urzeiten mal gesehen habe, aber das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Das vor Urzeiten, glaube ich dir. Ja, ich weiß, glaube ich mir selber auch. Wenn man sich den Film aus heutzutage reinzieht, dann denkt man, Alter, wieso haben meine Eltern früher Kinder diesen Film bitte sehen lassen? Das ist genauso, wieso hat meine Oma uns damals Weinschaum zum Dessert kredenzt? Ja, oder wieso durfte ich bei meiner Oma immer diese Schokolade, wo rum draufsteht, essen, Alter? Ja, das war meine Lieblingsschokolade, diese blaue Schokolade von so Rumfässern drauf, Alter. Das war ultra lecker, Alter. Schön als Kind schon immer hackenstramm gewesen mit 3-4 Jahren, Alter. So, Tim. Starten wir mal in die Filmmusik, oder was? Taktischer Move. Wir nehmen nicht Filmmusik 100, sondern 200, oder? Boah, krasser Move. Machen wir. Ich würde sagen, wenn 100 wirklich easy ist und 200 auch, dann sind die in Führung. Wenn beide erreicht sind wir in Führung. Ja, komm, wir nehmen die Filmmusik 100. Filmmusik 200. Ohren auf. Welcher Film wird gesucht? Oh nein, solche Dinger sind. Erster Kommentar ist auch ein Chris. Weiß ich, keine Ahnung. Soll ich nochmal abspielen? Ja, mach nochmal. Kommt mir bekannt vor, habe ich auf jeden Fall schon mal gehört, aber ich kann dem gerade. Ich bin der Meinung. Glaube ich keinen Film zuordnen. Ja, ich bin der Meinung, dass ihr den alle mehrfach schon gesehen habt. Ich glaube nicht. Muss. Du, bei dir weiß ich, Chris, dass du ihn auf jeden Fall mehrfach gesehen hast. Also, da würde ich sogar sagen, Alter, du hast ihn mindestens 3-mal gesehen, wenn nicht sogar 4-mal, Alter. Mindestens. Ich glaube, dann wüsste ich was. Ja, wollen wir jetzt ein bisschen noch ein paar Tipps geben, damit die Jungs ein bisschen besser drauf kommen können? Also ich bin dafür, ihr habt die alle mindestens 3-mal gesehen, den Film. 1000-prozentig. Ich rate, wenn die Jungs geraten haben. Tim, fällt dir irgendwas ein? Soll ich nochmal abspielen? Nee. Doch, spiel's nochmal ab, komm. Ja, okay. Ich habe mehr Zeit zum Nachdenken. Ja. Hier diese kleinen Bildchen, die am Ende da reinpoppen, weil die sind einfach komplett random. Ich habe da nicht irgendwie was hintergepackt oder ich habe es da nicht geklaut. Ich habe es nicht irgendwo einfach so den Link geklaut, sondern ich habe es alles extra rausgerendert und separat hochgeladen, damit ihr keine Hinweise dadurch kriegt. Komm, ihr wisst es eh nicht, ratet irgendwas. Ja, ich habe es schon mal gehört, aber... Ja, es kommt mir auf jeden Fall auch so super bekannt vor, aber... Wenn ihr nicht wisst, löse ich jetzt auf. Ja, also ich auf. Wollt ihr noch was raten? Nee. Raten sind wir sehr gut drin. Wir haben schon einmal getroffen. Ja, dann rat was.
Sag irgendeinen Film von 1992, der dir gerade einfällt. Von 1992? Keine Ahnung. Sag der erstbeste Film, der dir jetzt einfällt. Keine Ahnung. Top Gun. Top Gun, sagen wir. Ich hätte, glaube ich, also die sind ja fertig. Ich glaube, ich hätte sowas Beverly Hills Cop oder so gesagt, Alter. Okay, wir schauen rein. Aber hab ich glaube ich noch nie ganz gesehen. Oh, da hätte ich drauf kommen müssen. Nee, darf ich? Ja. Fälschlicherweise wird der Film immer mit diesen Bad Boys in Verbindung gebracht, ja. Aber tatsächlich die Titelfilmmusik ist tatsächlich dieser Track. Also, ja, komm, leider Filmmusik 200, leider keine Punkte für euch. Ja, Filmmusik 100 bitte. Jetzt hat man doch Bock drauf, ne? Ich denke mir so, okay, die wollen ja auf taktischen Boss machen, dann mache ich mal taktischen Boss zurück. Okay, taktischer Boss zurück, Filmmusik 100 für das Team Brothers of Destruction. Let's go, wir hören rein. Spiel noch mal ab. Sergio, wenn du es nicht weißt, ich weiß es auch nicht, aber dann würde ich trotzdem einen Rateversuch machen. Ich glaube, ich könnte es wissen. Was würdest du raten? Mir fällt gerade nur der. Ach, jetzt spielt er schon wieder ab. Also, ich weiß es absolut nicht, aber ich würde raten, obwohl ich den Film auch nur einmal gesehen habe, ist irgendwie sofort dieser mit dem blauen Menschen ein. Ich wollte gerade sagen, genau der ist mir auch eingefallen. Aber wie heißt er? Wie heißt der gleich nochmal? Ja, hier wie Legenden von Aang heißt das Ding doch. Bloß anders, nein. Avatar. Nicht Avatar, nein. Avatar. Ja, Avatar sagen ja, wir. Genau das gleiche ist mir auch eingefallen. Avatar. Ja, wir nehmen Avatar. Wollt ihr einloggen, okay. Wir schauen rein. Als erstes, was mir eingefallen ist, Alter. Ich habe nur einmal gesehen. Ja, ein richtiger Schmutzfilm, Alter. Aber damit noch 100 Punkte, Alter, in your face, Mann. Film ist mega. 900 zu 800, 100 Punkte im Vorsprung auf jeden Fall. Tja, was soll ich dazu sagen? Übrigens. Aber krass, wir wussten beide nicht, aber wir hatten beide den gleichen Gedanken. Ist so, Alter. Ich hab einmal gesehen, als der rauskam direkt so und keine Ahnung. Das war bei mir genauso, im Kino, einmal. Übrigens, an der Stelle noch ein kleiner Fun-Fact. Zu dem Zeitpunkt, als Avatar ins Kino gekommen ist, hat quasi die Ex-Frau von James Cameron auch gleichzeitig im Film ins Kino gebracht und ihm damit die Oscars gestohlen, die ihm sonst sicher gewesen wäre. Und der Film, den seine Ex-Frau gedreht hatte, ist The Hurt Locker, tödliches Kommando über diese Bombenentschärfer Afghanistan, Irak, ich weiß es nicht auf jeden Fall. Hört sich gut an. Ja, tödliches Kommando, The Hurt Locker, hat sie auf jeden Fall ihm die Oscars gestohlen für den Avatar-Film. Bam, 100 Punkte für euch. Sauber. So. Ja, Daniel. Jetzt willst du Filmmusik 300 machen, oder was? Nee, ich fand Filmmusik echt schwer. Also ich glaube, wir haben bei Filme 500 bessere Chance auf einen Lucky Shot als bei der Filmmusik. Ja komm, Filme 500. Okay, Filme 500 für Team Kalif Selçuk und Christian. Let's go. Doppelfrage. Jetzt wird's richtig heftig, Leute. Nehmt eure Stift und Zettel. Als Kevin zum ersten Mal allein im Haus ist, gibt es für die Einbrecher, erste Frage, wie heißen sie nochmal, ordentlich aufs Maul. Wie viele Fallen stellte Kevin und welche? Oh, also, so. Coole Frage. Ihr braucht nicht die Reihenfolge, also chronologische Reihenfolge der Fallen, aber es müssen alle Fallen drin sein. Asozial, Junge. 500er Frage, Leute, für einen Film, den jeder schon 10 Mal gesehen hat, muss. Also die 30 Mal, Junge. Die Einbrecher, die hießen Harry und Marv. Und wie hießen sie als Team? Aber wie viele Fallen und welche, da müssten wir jetzt mal überlegen.
Also es gab ja auf jeden Fall die Eingangstür, wo der Knopf heiß gemacht wurde, ne? Ja, und was runtergeschmissen wurde. Was runtergeschmissen wurde? Zählt das dann als ein oder als zwei Fallen, wenn es beides an der Eingangstür ist? Ja, es sind ja dann zwei Fallen. Okay. Auf jeden Fall. Also als Falle zählt jeder Angriff, ob die Banditen dabei verletzt worden sind oder nicht, spielt keine Rolle. So, die versuchen ja erst vorne reinzukommen, ne? Also. Das waren zwei. So, und dann der eine geht ja dann zur Seite des Hauses, versucht da durchs Fenster dann zu klettern, wo dieser Christbaumschmuck auf dem Boden liegt. Ach nee, warte mal, da war vorher noch was. Zwischendurch noch über die Garage versucht? Ja, da war oder zwischendurch ist das der auf jeden Fall Teil? Noch was anderes. Also ich weiß noch Sachen aus irgendeiner Garage, wo der oben saß, aber ich weiß nicht, ob es der erste Teil ist oder der nächste oder... Boah, ich könnte alle Fallen aufzählen, das ist krass, Alter. Scheiß Film, Alter, komplett drin. Nimm mir mal einen Zettel und Stift und schreib mal alle auf, damit du am Ende auflösen kannst. Bin mal gespannt. Schreib's auf dem Handy. Das ist ja auch so eine türkische B-Movie-Cover-Variante, Ali allein zu Hause oder so? Nein, Tarkan allein zu Hause. Okay. Wie viele Fallen? Der Ansatz war ja schon richtig, Daniel. Man versucht, den Film im Kopf chronologisch durchzugehen. Ja, das versuche ich ja gerade. Aber ich weiß, dass der eine dann ja da durchs Fenster klettert, aber irgendwas ist ja vorher noch passiert. Und mir fällt gerade nicht ein, was es ist. Hat der Fredel recht, Alter. Laut Google-Übersetzer, Badang Bowl. Minimal Fredel. Etwas? Wow. Achso. Badang Bowl. Boah. Tim, was fällt dir denn noch ein? Da ist noch das mit diesen mit den Spielzeugautos, dann ist noch das mit dem Bügeleisen. Du googelst dann. Lass uns doch mal. Nein, überlegen. Alter, ich gehe einfach nur den Film im Kopf durch. Was, aber wie willst du das googeln? Na echt jetzt. Ihr schafft das schon. Tatsächlich gibt es sogar im Internet einen digitalen Nachbau des Hauses, wo man das Haus in 3D erkunden kann und dort auch entsprechend allen Fallen begegnen kann. Laber. Echt? Ja. Du hattest also Spaß und hast das deswegen mitgeschrieben, ja? Nee, im Internet gibt es natürlich dann auch eine Auflistung unter dem... Okay, also die versuchen durch die Fronttür reinzukommen, zweimal, versuchen durch die Garage reinzukommen, durch ein Fenster. Da sind ja dann schon mal mindestens vier. Ja. Das sind die du hattest. Diese so. Spielzeugautos, wo das Bügeleisen 5, 6. Dann hat er noch diese Falle mit dem, mit dem Ventilator und dem Teer. Da war doch auch noch was, ne? Genau. Bei 7. Dann. Bügeleisen. Mann, was war denn da noch? Das Problem ist, wir müssen die auch noch alle benennen, ne? Ja. Also. Dann gab es noch eine Szene, oder der eine zumindest, der hatte so eine Mütze auf und da wird dem irgendwie irgendwas mit Feuer und dann kokelt dem ja die Mütze da ab. Also es gibt irgendwie so eine Feuerfalle, irgendwas mit Strom war ja auch noch. Sollen wir einfach eine Zahl sagen? Und wenn die richtig ist, versuchen wir die aufzuzählen, Digga. Wäre das okay? Und wenn die falsch ist, können wir uns das sparen? Meinetwegen. Okay. So, was sagen wir, Daniel? Sollen wir sagen, keine Ahnung. Wir sind jetzt bei 10, hast du gesagt. Wir haben bestimmt noch welche vergessen. Die haben sich irgendwas dabei gedacht, haben gesagt, okay, das ist 13, weil Freitag der 13. Dann versuchen wir, die aufzuführen. Oder sag irgendeine Zahl, die
die du sagen würdest. Ich glaube, du bist da mehr drin im Thema als ich, aber dann können wir immer noch versuchen. Wenn es eh schon falsch ist, können wir uns die Zeit sparen. Ja, keine Ahnung. Es werden bestimmt 12, 13, 14, 15 Fallen insgesamt dann sein, irgendwas um den Dreh. Also Strom, Feuer, Teer, diese Spielzeugautos, 5, 6, 7. Da war bestimmt noch was, sagen wir mal 15. 15 Fallen. 15 Fallen. Okay. Harry und Marv sind 15 Fallen. Also die Namen sind natürlich richtig und es sind die feuchten Banditen. Das wäre aber, die Vornamen wären okay gewesen. Sie wären im zweiten Teil zu den klebrigen Banditen, weil sie da immer in so Töpfe reingreifen von so Bettlern, wo Geld drin ist. Irgendwie mit Klebehandschuhen. Aber es sind tatsächlich 14 Fallen, die im Haus sind. Ja, Mann, Alter, ich hab sie wirklich. Echt? Dann zählt mal auf, Selçuk. Also, pass auf. Ich hab Ausrutschen, Treppe, Vordertüre. Ausrutschen, Treppe, Keller. Türklinke heiß, Nagel im Fuß, Nagel habe ich vergessen. Bügeleisen, Feuerfalle Kopf, Federfalle Ventilator, Weihnachtskugeln, Spielzeugautos, Stolperdraht, Seil Farbeimer, Spinne, Seil durchschneiden Baumhaus und Telefonpolizei habe ich noch geschrieben, aber ich glaube, ich habe noch eins vergessen. Aber war nee, Luftgewehr Tür. Nee, Luftgewehrtür ist doch. Er guckt doch durch die Klappe und dann schießt er mit dem Luftgewehr ins Gesicht. Ist es nicht am Anfang, ganz am Anfang? Ja, aber das ist auch, die schießt mit dem Luftgewehr ins Gesicht. Ist es das Luftgewehr dann noch an dem Abend noch? Ja. Genau. Also die Spinne, um es aufzuklären, die 14 ist auf jeden Fall richtig. Die Spinne ist tatsächlich vorher schon entlaufen. Da konnte man ja, das war ja kein gezielter Angriff auf die. Hat sich einfach so ergeben. Deswegen müsste das Luftgewehr auf jeden Fall auch dabei sein. Wir gucken aber einfach mal rein. Ich habe alle aufgelistet. Nice. Es gibt die BB-Gun. Zack, das Luftgewehr hier unten einmal. Ja. Die Icy Front Steps. Die Icy Basement Steps. Die Fake-Lichtbirne. Heiße Door-Knopf. Dann gibt es hier die Teer-Dinger mit dem Nagel. Dann die Lampe mit dem Bunsenbrenner. Dann der Chicken Suit, genau, hat Cedric auch gehabt. Die Xmas Ornaments, die Toy Cars, die Pain Cans, die er die Treppe runterballert. Der Tripwire. Gut, hier hat er die Falle, die Tarantel ist trotzdem hier mit drin, aber steht halt auch drin, ne? Was not planned, but helped, good boy. Und Rope Cut with Running Shears. Und dementsprechend, ja, wären es 14 gewesen. Sehr schön, das wäre tatsächlich, hättest du zusammen mit Chris es wahrscheinlich hinbekommen, klar zu machen. Deswegen, Filme 500, Doppelfrage. Schade, Leute, schade, dass ihr es nicht hinbekommen habt. Alle auf einem guten Weg gewesen. Aber ich denke, wäre machbar gewesen vielleicht sogar. Also. Ja, wenn die Zahl jetzt richtig gestimmt hätte, hätten wir uns die 14 noch zusammenbasteln können. Aber dadurch, dass die 15 jetzt... Ja, kranke Frage. Ich sag Filmmusik der 100, oder Selçuk? Ja, würde ich auch sagen. Okay, dann heißt es wieder Ohren auf. Also fällt mir einen Film ein. Ich würde Ocean's 11 sagen, aber keine Ahnung. Alter. Ich hätte Chef gesagt. Ja, Chef ist auch gut. Lass uns Chef nehmen, Alter. Ja, wir nehmen Chef. Wir wissen eh nicht, was es ist und deswegen dann lieber brauchen wir jetzt auch keine Stunde warten. Löst auf. Schwer. Kansas City Chef, Junge. War geiler Film, Alter. Mega geiler. Keine Punkte. Eieiei. Jetzt müssen wir eine der schweren schaffen, Daniel. Ja, Cartoons 500, also kann ich dir direkt sagen. Können wir knicken, dass es irgendeine Glaube ich nicht, dass ich da... Ja, such was aus. Egal, ich habe keine Ahnung. Keine Ahnung. Wer weiß sowas, 400 würde ich sagen, da haben wir vielleicht nochmal Glück. Ja, komm. Wer weiß sowas, 400, let's go. Ja. Den höchsten CO2-Ausstoß weltweit haben China auf Platz 1 und die USA auf Platz 2. Wer könnte den dritten Platz belegen? Boah, ist easy.
Chris immer. Du hast immer die erste Antwort in dieser ganzen Welt. Ja, Chris immer. Entweder das ist easy, dann weiß er es nicht. Oder er sagt, ich habe keine Ahnung, dann weiß er es. Ja, ich bin halt zum Unterhalten hier, Leute. Wisst ihr, was ich meine? Ja, das sagst du, das wiederholst du oft genug. Ja. Tim? Die Frage von Fredel. Nee, die Fragen habe ich mir tatsächlich alles selber ausgedacht. Aber auch hier wieder... Könnt ihr jetzt in das Affenhaus nach Köln fahren, die würden mir das wahrscheinlich richtig beantworten. Also okay, ich hätte ja eine Ahnung, aber also ich würde auf Größe Indien tippen, und Einwohner in Indien. Ja, Größe, ja, okay, Einwohner. Indien hat eine Milliarde Trillionen Einwohner. Weißt du, wie viele Autos da rumgurken, die wahrscheinlich noch entsprechend... Also mein erster Gedanke war tatsächlich Russland, aber ich glaube mittlerweile, das ist einfach, das hat nicht, die haben nicht genug Einwohner, oder? Ja. Also ich finde, in Indien habe ich überhaupt nicht gedacht, aber finde ich auch gut. Ja, aber da ist doch auch, ich habe jetzt nur, weil Smog und so, musste ich auch halt irgendwie direkt an Indien denken. Ja gut, das stimmt. Und wenn China und die USA auf dem ersten und dem zweiten Platz liegen, aber Russland. Wer käme denn noch in Frage? Gäbe es überhaupt noch irgendjemanden? Ja, das ist eine gute Frage. Irgendwelche arabischen Länder, die ultra viel Öl fördern oder sowas. Aber ich glaube, die sind auch nicht so hoch. Boah, die hätten, haben die dann... Naja, was macht denn viel CO2? Industrie? Ja. E-Zigaretten, ne? Wo gibt's viele E-Zigaretten? Wo gibt's viele E-Zigaretten? Türkei, also. Türkei. Auf den Färöern, sag ich. Aber wir können ja mal kurz einmal die Frage an Chris stellen. Wir können ja mal kurz die Frage an Chris einmal richten, halt eben, was ist denn, was verursacht den höchsten CO2-Ausstoß überhaupt anteilig in allen Ländern? Schön, dass du es fragst, Digga. Das heißt natürlich auch, und das ist natürlich die Nutztierhaltung, ne? Damit die ganzen Bauern ihre Wurst aufs Brot kriegen. Danke, und zurück geht's zu Daniel und Tim. Dass wir das auch nochmal platziert haben. Ja gut, aber dann würde ich tatsächlich jetzt Indien über Russland stellen, weil einfach mehr Einwohner da sind, die CO2 auch ausstoßen. Ja, deswegen, aber ich überlege die ganze Zeit, kann das jetzt irgendwie wieder so eine komische Fangfrage sein, dass jetzt irgendwie auf dem dritten Platz mit dem man so überhaupt gar nicht rechnet, irgendwie so, okay, keine Ahnung, Finnland, weil... Sind es denn maximale Zahlen oder sind es prozentuale Zahlen zur Größe des Landes? Es geht um den maximalen CO2-Ausstoß in Tonnen, auch nicht pro Kopf, pro Einwohner, sondern das pro CO2-Ausstoß weltweit, einfach im direkten Vergleich. Ja. In Masse. Okay, was nehmen wir? Also ich würde sagen, wir nehmen Russland oder Indien. Ja, würde ich auch sagen. Ja, Russland oder Indien. Soll ich das einloggen? Nein, hat keiner gesagt. Nein. Hör bloß nicht auf Selçuk. Egal was ist, hör nicht auf Selçuk. Nimm Liechtenstein. Also ich glaube, Indien ist noch eine Stufe heftiger. Du hast recht, Daniel. Lass uns auf dich hören. Komm, wir nehmen Indien. Und wenn Russland richtig ist, kann ich sagen, ich habe es ja gesagt, deswegen genau, Indien. Richtig. Ist Indien nicht ein vegetarisches Land, also großflächig gesehen? Und die meisten Nutztiere sind ja Kühe, die CO2-Ausstoß verursachen. Also ich würde sagen, ich hätte zwar auch Indien gesagt, aber... Ich hätte auch am Anfang Indien gesagt, aber... Wir schauen einfach rein. England. Und der dritte Platz ist tatsächlich mit Indien. Ja. Da, da, da. Aber Russland auf 4. Also Russland auf 4. Begründet. Mit 2654 Millionen Tonnen Indien. Warum nur, Alter? Warum? Ja. Und wir sind am Arsch. Ja, und man sieht ja auch mal den direkten Vergleich, wie viel halt mehr geworden ist. Und da muss man tatsächlich sagen, dass Russland sogar eine der besten Klimabilanzen hat in der Verbesserung von 1990 bis ins Jahr 2018. Also die sind ja auf einem sehr guten Wege, das abzubauen. Mittlerweile zerstören sie sich alles. Während wir vorbildlich auch 1053 Millionen Tonnen ausgestoßen haben, aber auf 759 zurück. Es ist eine Reduzierung von minus 27,9%. Während China und Indien komplett auf alles scheißen und eiskalt mal ihren CO2-Ausstoß
verdreifachen. Und da ist natürlich dann auch irgendwie gegen Windmühlen, wenn man sich mal unsere Klimaeinsatz anguckt bei diesen fetten Spastis. Okay, also habt ihr es schon mal gesehen. Damit gibt es auf jeden Fall Punkte für euch. Damit 900.200. Let's go. Ja. Ja, was soll man machen? Selçuk, spiel viel Musik 400? Nee, ich glaube, das wird schwierig, Alter. Ja, Digga, es ist jetzt alles schwierig, du Affe! Deswegen würde ich jetzt eher auf Spielberg eigentlich gehen. Ey, Filmmusik, ey, pass auf, bei Spielberg kommt wieder, wer ist ein Vater und dessen Cousin und nenne die Farbe deren Schuhe, die sie getragen haben. Guck mal, wer weiß sowas, kam jetzt bei 400 eine wirklich relativ leichte Frage, Alter. Ja, ja. Indien ist schon eine relativ leichte Frage gewesen, deswegen kann... Ja, das Dumme ist halt... Du suchst aus, Alter. Nein, du suchst aus, mach jetzt. Wir können auch für euch aussuchen, ist kein Problem. Oder wer weiß sowas 500, Selçuk? Ach komm, ich habe so viele Filme im Leben. Fuck it, ey. Wir machen Filmmusik 400, scheiß drauf, Alter. Aber meinst du, die anderen nimmst nicht? Also die anderen würdest du bestimmt nicht nehmen. Weißt du, was ich meine? Guck mal hier. Oh, Sebastian, der alte Fleischfresser. Widerlegt, wir haben gelogen. 42% die Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung weltweit im Jahr. In einigen Ländern ist natürlich so. Dann würde ich dann lieber direkt weiter Fleisch essen, Leute. Dann machen wir, wer weiß. Ja, nach dem Soja-Gate jetzt schon die zweite. Du suchst auch Elektro-Gate. Dann machen wir halt dieses, wer weiß sowas, 500, weil die werden das auf jeden Fall nehmen und dann ist wieder die Ding da. Das ist, ja, wer weiß was 500. Wer weiß was 500, schau mal rein. Wer weiß sowas 500. Oma und Opa feiern die katholische Kirche. Wie viele Missbrauchsfälle gab es alleine in Frankreich seit den 1950er Jahren? Die richtige Antwort ist plus minus 30.000. Das ist eine Schätzfrage. Was heißt plus minus 30.000? Also wenn wir plus minus 30.000 richtig drin sind, haben wir... So sieht's aus. Ist ja nett. Ja, da müssen es aber ganz schön viele sein, Alter. Ich wollte gerade sagen, was schon zeigt, wie erschreckend hoch diese Zahl ist. Da müssen es ja mindestens 31.000 sein, du. Ey, Selçuk, sollen wir einfach Polizei, nee. Alter, 110. Also, pass auf, wenn es plus minus 30.000 sind, dann muss es auf jeden Fall... über 100.000 sein. Es müsste sogar über 200.000 sein. Meinst du? Ja. Plus, minus 30.000. Okay, pass auf, dann 360 Grad, Selçuk. 360.000. Ich habe keine Ahnung. Ich hätte 160.000 gesagt. Komm, wir machen... Na, was? Ja, 360.000, komm. Ja, 360.000. Okay, dann schauen wir mal rein. In 360 Jahren Kirche. Alleine in Frankreich, möchte ich nur betonen. Es ist nicht weltweit, es ist nicht USA. Wir befinden uns hier nur in Frankreich seit den 1950er Jahren. Seit den 1950ern gibt es allein in Frankreich 330.000 bestätigte Fälle, in denen sich Kinder durch Amtsträger der katholischen Kirche sexuellen Missbrauchs ausgesetzt sahen. Dabei wird von 2.900 bis 3.200 Tätern ausgegangen. 90% der Missbrauchten waren Jungen, 10% waren Mädchen, 2/3 der Fälle waren Vergewaltigungen. Investiert eure Kirchensteuer lieber in einen Meeple-Porn-Sub oder in Bits, ihr Ficker. So ein Ding ist das. Wir haben Selçuk, 330.000, Junge, 360.000. Das war ganz so doppelmoralisch. Ich würde dich gerne so haben, Alter. Ja, er redet über Vergewaltigung. Wir freuen uns darüber, dass es so viele sind. Es ist so na, schlimm. Ich freue mich darüber, dass wir recht mit unserer Antwort haben. Ja, wir haben recht. Das ist natürlich krank, Alter. Kirche ist, habe ich schon immer gesagt, Alter, Kirche ist krank, Alter. Wer sein Geld echt noch in die Kirchensteuer gibt, auch wenn die teilweise heftig. Sachen in Kindergärten und, scheiß drauf, Alter. Kirche ist Schmutz. Guck mal, da schreibt er schon, Alter, wie die beiden sich bei Vergewaltigung freuen. Ja, du weißt genau, was wir uns gefreut haben, Alter. Ja, wir haben 500... Aber krass, gut krass. Geraten. Was? Ja, aber pass auf, das Ding ist, ich hatte einfach nur fixe Witz. Ich habe entweder 110 wegen Polizei oder 360 wegen 360 Grad, Alter. Ich hatte einfach keinen Plan. So. Das war voll ins Blinde geschlagen. Aber guck, das war einfach. Ich hab dich hingelenkt in über 100, 200, 300 und hast du gesagt, komm, 360, bam. Ja, das ist aber, Teamwork. Ja, ist so. Die Dunkelziffer ist dabei natürlich viel höher. Es ist natürlich auch total schwierig. Ich habe eigentlich versucht, eine gesamtweltweite Zahl zu ermitteln. Das lässt sich aufgrund der Verschleierung der katholischen Kirche leider überhaupt nicht abschätzen und habe dann tatsächlich bei Wikipedia nur das, was halt eben wirklich angezeigt worden ist, wo es zu Ermittlungen gekommen ist und was sich dann auch als wahr herausgestellt hat, kann entsprechend nur hier herangezogen werden. In Wirklichkeit werden es auf jeden Fall mehr sein und
Da weiß man schon, in welche Richtung das hier alles abgeht. Und wenn ich jetzt lese, wenn es mal so einfach wäre, aus der Kirche auszutreten, es ist ganz einfach, aus der Kirche auszutreten. Ihr geht einfach zum Bürgerbüro und sagt, ihr möchtet aus der Kirche austreten, dann bekommt ihr dort ein Formular und das unterschreibt ihr und dann bekommt ihr davon eine Ausfertigung, die müsst ihr auch bis an euer Lebensende behalten. Falls der Arbeitgeber euch fälschlicherweise Kirchensteuer abgibt, müsst ihr genau dieses Formular dann einmal vorzeigen, damit das quasi korrigiert wird. Und ich weiß, es gibt viele Leute, die arbeiten, vielleicht auch bei kirchlichen Trägern. Ich habe auch beim kirchlichen Trägern gearbeitet, bei der katholischen Kirche habe ich als Erzieher gearbeitet in der Einrichtung und auch bei der evangelischen Kirche. Und ihr müsst euch keine Sorgen machen, kann ich euch nur sagen. Wenn ihr ein unbefristetes Beschäftigungsverhältnis habt, ist es kein Kündigungsgrund, wenn ihr dann aus der Kirche austreibt. Ihr könnt sicher sein, ihr werdet dort dann zum Personalgespräch zitiert, weil natürlich der Arbeitgeber darüber informiert wird, dass ihr nicht mehr in der Kirche seid. So ist es bei mir damals auch gewesen. Dann hieß dann, Herr Gust, wir sind aus der Kirche rausgetreten. Und da habe ich halt gesagt, ja, ich habe durchaus moralische Werte und Normen mal vermittelt bekommen. So. Die gehen aber für mich nicht überein mit dem, was mit der katholischen Kirche oder was dort abgeht und was dort halt eben einfach passiert. Und ich habe gesagt, was habe ich denn jetzt zu befürchten? Dann haben sie gesagt, Herr Gust, wir können Ihnen leider gar nichts tun. Also leider, ne, muss man sagen, wir können Ihnen leider gar nichts tun, weil Sie ein unbegrenztes Beschäftigungsverhältnis haben. Aber Sie können sich sicher sein, hätten sie sich hier bei uns beworben und sie hätten wären kein Kirchenmitglied, hätten wir sie nicht eingestellt. Und das muss man dazu mal sagen, halt eben dafür, dass ja quasi die Kirche, vor der Kirche jeder und vor dem lieben Gott jeder Mensch gleich ist, werden da schon sehr viele Unterschiede einfach gemacht und dementsprechend, fuck off Kirche, also so ein Ding ist das auf jeden Fall. Und also, wir sind hier nur in Frankreich, 330.000 bestätigte Fälle, also das ist eine unvorstellbar hohe Zahl, was da abläuft. Und wer da noch wirklich Geld für bezahlt, Geld, also wirklich von geht arbeiten und diese Kirche bekommt Geld dann einfach von eurem Geld, damit das passieren kann, ist natürlich auch ziemlich, ziemlich heftig. Es ist tatsächlich gar nicht so einfach, aus der Kirche auszutreten im Moment. Die haben nämlich mit Corona haben die Bestimmung hier geändert, zumindest in Mülheim. Mimi versucht seit fast einem Jahr auszutreten und kriegt die ganze Zeit keinen Termin, weil die immer nur am 1. jedes Monats online freigeschaltet werden, die Termine, innerhalb von 10 Minuten weg sind. Und jetzt hat sie letzten Monat einen bekommenen Termin, hat sich total gefreut und dann auf einmal kam eine E-Mail, ja, sie haben ihren Termin nicht schriftlich bestätigt, der Termin wurde jetzt anderweitig vergeben. Und ich bin mir auch zum Amtsgericht dafür. Ich bin mir auch, beim Amtsgericht ist es auch gewesen, nicht beim Bürgerbüro, hast du recht. Und ich bin mir aber ganz sicher, wenn man dort dagegen klagen würde, halt eben würde man sogar das Recht bekommen und rückwirkend würden die einen abmelden müssen, die Ficker. So ein Ding ist das. Aber, ja, so, wir haben die 1.400 zu 1.200, aber es ist auch alles drin. Wir haben noch 3 500er und 2 400er Fragen. Die Frage hätte ich gern gehabt, mit wie viele Fälle gibt es seit den 70er Jahren bei der Polizei, die mit rechten Polizisten und so. Das, so hätte ich gerne auch mal gehabt. Kannst ja irgendwann ein andermal machen. Ich studiere schon mal die Zahlen. Ja. Also jeder, der jetzt noch wartet auf einen Termin, sage ich, Leute, ihr seid schon jahrelang zu spät, seid ihr einfach, muss man ehrlich mal sagen. Ich zahle da schon seit Jahren nichts mehr. Okay, weiter. Ja, jetzt, Daniel, was sollen wir nehmen? Viel bleibt ja jetzt nicht mehr. Nee. Nicht wirklich, ne? Direkt eine 500er oder sollen wir es nochmal mit Spielberg 400 probieren? Ja, nehmen wir das. Vielleicht haben wir da mehr Glück. Okay, Spielberg 400. Spielberg 400. Unter anderem war Spielberg Produzent einer Produktion, in der es um die Stadt Chester's Mill geht. Was ist das Besondere an dieser Stadt? Warte mal. Sagt ihr das irgendwas? Ja. Okay. Meine ich zumindest. Und zwar ist Chester's Mill eine... Aber war Spielberg der Produzent? Das irritiert mich jetzt gerade. Ich meine... Pass auf, um ganz kurz Hilfestellung zu geben. Es gibt mehrere Staffeln. Er war Produzent der ersten Staffel. Also auf jeden Fall ist Chester's Mill eine Stadt aus einem Stephen King-Roman. Und zwar Also das Besondere an dieser Stadt ist, wenn ich jetzt richtig liege, dass irgendwann plötzlich vom Himmel eine riesige Kuppel
über diese Stadt gelegt wird und keiner weiß, woher diese Kuppel eigentlich kommt und was da eigentlich los ist. Ja, also das Besondere an dieser Stadt ist, dass plötzlich eine Kuppel darüber ist und keiner weiß, wo die herkommt. Ich habe das Hörbuch habe ich damals gehört und ich habe die erste Staffel auch gesehen, aber mir war gar nicht klar, dass Spielberg Produzent Moment, ist. Das ist dann, also da die Simpsons haben das ja parodiert in dem Film. Die haben doch auch diese Kuppel. Das genau. War dann, Gott, wie hieß diese Serie? Die Serie heißt Under the Dome. Aber das war ja gar nicht die Frage. Ja, aber was ist das Besondere? Also ist das Besondere in der Stadt einfach die Kuppel? Also die Glaskuppel darüber, ja. Ja, würde ich jetzt sagen, dass darauf die Frage abzielt. Dass plötzlich über dieser Stadt eine Kuppel. Ey, da gibt's dann ja auch keine Ahnung. Von außen kommt dann die Armee und versucht dann irgendwie Kontakt zu den Leuten aufzunehmen und woher plötzlich diese Kuppel kommt und dann passieren immer merkwürdigere Sachen noch und das ist auf jeden Fall Chester's Mill. Ja. Wollen wir als einloggen? Ja. Nehmen wir. Loggen wir das ein. Die Serie handelt von einer Kleinstadt, die aus zunächst unerklärlichen Gründen von einer transparenten Kuppel vom Rest der Welt abgeschnitten wird. Die erste Strahlung in den Vereinigten Staaten fand am 24. Juni 2013 bei CBS statt. Und damit gibt's fette 400 Punkte für Kalif Selçuk und Christian. Daniel. 1400 zu 1600. Es bleibt spannend. Heftig. Extrem stark, Daniel. Sehr gut. Heftig. Ja, Filmmusik 400, Alter. Filmmusik 400, dann hören wir rein. Mach direkt nochmal bitte, mach direkt noch zweimal hintereinander bitte. Okay. Nummer. Also Selçuk, ich würde einfach mal zu 90% sagen Zweiter Weltkrieg. Ich hätte irgendwie sowas wie King Arthur im Kopf, Alter. Nee, das sind Militärdrums waren das, Alter. Also, okay. Wie gesagt, natürlich kann das sein, dass ich jetzt Scheiß labe, aber ich würde sagen, das ist safe was Militärisches, safe Zweiter Weltkrieg oder so, das waren Militärdrums waren das. Aber wenn es ein Film ist, dann ist es auf jeden Fall nicht irgendwas wie Band of Brothers oder sowas. Nee. Digga, das ist doch. Okay, let's go. Das ist nichts, was raussticht, wo es mir sofort einfällt. Ich hätte dann. Black Hawk Down vielleicht sowas? Nee. Danke, Marvin, Ich hätte jetzt keine Ahnung, so zweite Reihe Kriegsfilm, ich hätte jetzt mal auf doof gesagt, wir waren Helden oder so, Alter. Mach du. Wir wissen es eh nicht, ich sag einfach mal. Ich sag, wir waren Helden, Alter. Wollen wir es einloggen? Ja, machen wir. Keine Ahnung. Dann schauen wir raus und ihr werdet euch ärgern. Wenn nix. Habe ich ein paar Mal gesehen, aber als Kind, Alter. Fand ich damals mega geil, aber welche Filme als noch kommen. Ich fand es gar nicht mehr. Aber Hammer Film, Alter. Ja. Okay, aber nur Tim. Ungeschnitten. Geschnitten geht er gar nicht, leider. Da siehst du gar nicht. Da fehlen richtig viele Szenen. Also teilweise springen wir von Szenen, da weißt du gar nicht, was geht da jetzt ab? Ja, geschnittene Filme kann man sich sowieso nicht angucken, ja. Ey. Geht gar nicht also, aus. Ich würde sagen, wir nehmen Cartoons 500 weg, oder? Oder wir nehmen Filmmusik weg. Ich glaube nicht, dass es darum geht, was wir lösen können. Es geht darum, was wir denen nicht geben. Ja, das stimmt. Ja, meinst du, bei Cartoons kann Selçuk so einen Lucky Punch haben? Ne? Ja, wenn halt wieder irgendein Anime kommt. Obwohl Anime hat, Digga, alle unter wer weiß sowas gepackt. Das heißt, da haben wir vielleicht doch noch Glück. Aber für ihn ist ja auch Disney extrem schwer und wenn es eine Disney-Frage ist, kann ich die vielleicht lösen.
Ja gut, komm, dann machen wir Cartoons 500. Cartoons 500. Comic-Autor Art Spiegelman wurde 1992 mit dem Pulitzer-Preis für herausragende journalistische Leistungen ausgezeichnet. Wie heißt sein Comic-Werk? Fuck you, Digga, Alter. Boah, der Name kommt mir sogar bekannt vor. 92. Ich hasse mein Leben, Selçuk, Alter. Ich hasse dein Leben auch, Selçuk. Weißt du das, Herr Chris? Ich hasse unser aller Leben. Nein, der Chris weiß gar nichts, Alter. Tim, du bist dran. Ja, ich weiß es ja auch nicht. Deswegen versuche ich, in Chris' Kopf zu gelangen. Ich hasse alle eure Leben, Alter. Auch da habe ich mir aufgeschrieben, ein D zu viel. Komisch. Und man guckt das irgendwie alles selber nochmal an, vorfällt und denkt, ja, stimmt alles. Und dann immer noch trotzdem kleine... Aber ich, also der Name kommt mir unglaublich bekannt vor, aber ich habe wirklich keine Ahnung, welches Comic der... Darf ich auslösen? Pulitzerpreis. Nein. Art Spiegel 92. Aber ist der Pulitzerpreis nicht eigentlich ein kompletter Literaturpreis? Das ist korrekt. Ja, das ist korrekt. Ja. Und ich glaube, bis dato ist es auch der erste, der für einen Pulitzerpreis für einen Comic gegeben, ne? Ja. Aber welches könnte das gewesen sein? Ich glaube, sogar bis heute ist es der einzige, der einen Pulitzerpreis für ein Comicwerk auch bekommen hat. 30 Jahre später. Nee, keine Ahnung. Nee. So. Ja, dann darf ich auflösen, ne? Dann darfst du auflösen. Machen, Chris. Ja, wir geben's ab. Ja, kannst du das mal kurz bitte rausnehmen? Bitte aus der Kamera. Oh, Digga, das ist ein Buch. Das spielt keine Rolle. Ich weiß. Also, Wolfenstein 3D und Uncut ist auch ein Computerspiel. So, danke. So, aber ja. Deswegen gibt es tatsächlich auch ein Ding. Maus erzählt die Geschichte seines Vaters, eines Auschwitz-Überlebenden. Der Comic mit bisweilen schockierenden Bildern bedient sich den Mitteln der Tierfabeln, um eine gewisse Distanz zur Wirklichkeit zu schaffen. Juden werden als Mäuse, Nazis als Katzen, GIs als Hunde und so weiter dargestellt. Das wären 500 Punkte gewesen. Danke. Ey, das ist einfach so unfair, Alter. Ja, eine blöde Frage, Digga. Die haben doch angefangen, oder? Dann haben die jetzt ja eine Frage mehr als wir. Ja, dann hättet ihr ein bisschen mehr auf Risiko gehen müssen, weil die Dicken am Anfang picken, statt an den 100 dann rumzuschleichen. Aber ihr seid ja noch drin, ist doch gut. Es sei denn, sie killen euch jetzt sofort. Ihr habt es jetzt erstmal in der Hand, genau. Und dann genau, ihr müsst jetzt richtig machen. Und ihr könnt uns wenigstens die Schmutzkategorie lassen. Ja. Ey, ganz ehrlich, Filmmusik wird übel schwer. Ja, Selçuk, aber guck mal, überleg mal allein diese Kevin allein zu Hause Frage. Da musstest du 14 Sachen wissen, Alter. 14. Ja, aber, boah, Filmmusik, Alter, jetzt kommt. Alter, alleine. The Rock, guck mal, was der Film hier genommen hat, Alter. Auf die wärst du niemals gekommen. Meinst du jetzt wirklich, jetzt kommt ein leichter Film? Nee, ich weiß, was du meinst, aber. Pass auf, die Wahrscheinlichkeit, dass man aufgrund eines Sounds ein Flashback bekommt, ist wahrscheinlicher als, überleg mal, das war eine 300er-Frage oder so, mit den Goonies, mit diesem Typen, Alter, aus dem Zeitungsausschnitt, der diesen Piraten vor denen gesucht hat. Weißt du, was ich meine? Was das für, da musst du einen speziellen Film kennen und ich habe die Goonies oft gesehen und ich wäre niemals darauf gekommen. Weißt du, was ich meine? Also ich hätte vorher Geld drauf gewettet, dass du es weißt, Chris, und ich weiß auch, dass Daniel den Film schon gesehen hat, deswegen habe ich ihn einfach, also bei anderen Leuten hätte ich ihn vielleicht höher kategorisiert und deswegen habe ich ihn halt niedriger gemacht. Ne? Nur mal, ich habe es versucht, von der Schwierigkeit auf euch anzupassen. Ja, ne? Zur Verständnis nochmal. Dann Chris, dann fällt die Entscheidung, Alter. Ich sag, ey, fuck it, ich sag Filmmusik, obwohl wir wussten noch gar nichts außer R1, oder? Wir wussten noch keins. Das war auch Glück. Doch, das erste wussten wir, 100 Avatar wussten wir. Mehr. Genau. Und bis jetzt haben wir zwei Fails gehabt. Ich hab das Gefühl, dass man im Lucky Shot mit Musik eher hat, aber als mit Spielberg. Aber das Ding ist, vielleicht sagst du auch, bei Spielberg haben wir beide anzuraten. Die haben zwei 500er, beziehungsweise die haben 400er Fragen gehabt, Alter, die wir wussten, Alter. Ja, sag du jetzt. Und die Cartoons 500 wussten wir auch. So. Mach. Sollen wir den Chat entscheiden lassen? Nee, mach. Ich bin gerade so froh, dass wir Cartoons gepickt haben, Daniel. Ja, echt. Mach Filmmusik, fuck it, Alter. Okay, Filmmusik 500, wir hören rein.
Mach gleich noch zweimal bitte. Ja. Ich bin komplett lost. Weißt du, das Ding ist, der Digger hat auch eine sehr persönliche Auswahl getroffen, bei allen Fragen fast, also fast bei allen Fragen. Dass eventuell was aus Digger seiner Filmografie ist. Weil der Digger wird nicht irgendwas nehmen, sondern der wird wahrscheinlich irgendwas nehmen, was er schon geschaut hat. Eventuell dieses scheiß Ding da, was er jedes Mal sagt, der Schneekugelkrieg da oder. Nee. Das ist irgendwas mit Insel, irgendwas mit. Ja, sowas kommt mir auch im Kopf, wenn ich das höre. Sowas wie Robinson Crusoe oder so, Alter. Keine Ahnung, ich würde einfach sagen, Alter. Weißt du es, Daniel? Nee. Daniel, du müsstest aber wissen. Ich habe nicht die Sachen nach meinem eigenen Geschmack gepickt, sondern versucht, mir in Erinnerung zu rufen, worüber wir mal geredet haben, auch wenn es nur mal kurz irgendwie gewesen ist oder wenn irgendjemand was erzählt hatte und so weiter. Oder auf unsere Top-Listen mal, wo mal irgendwelche Zeitgespräche danach irgendwie gefallen sind. Es kommt mir mega bekannt vor, aber ich habe gerade wirklich keinen Plan. Nee, Chris, Alter. Keine Ahnung, ich sag einfach Life of Pi, Alter. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Mann, Alter. Okay, komm, Life of Pi. Okay, dann schau mal rein. Ja, krasser Film. Aber hab ihn genommen, weil du mal davon erzählt hast, Daniel, weil du ihn gesehen hast. Tatsächlich konnte ich mich dran erinnern halt eben. Ja, guter Film, ja. Ja, richtig, richtig guter Film. Aber wäre ich bei der Musik jetzt, hätte ich jetzt damit nicht verknüpft. So, jetzt könnt ihr die anderen nochmal ordentlich deklassieren. Jetzt bin ich mal gespannt, was bei Spielberg kommt, Alter. Da kommt Spielberg 500. Let's go. Mit welchem Film feierte Steven Spielberg sein Kinodebüt? Kinodebüt. Was könnte das denn gewesen sein? Hat sie gewusst, Selçuk? Nee. Keine Ahnung. Wie alt ist der? Wann hat er seinen ersten? In welchem Jahr ungefähr könnte der denn seinen ersten Kinofilm gemacht haben? Wie alt ist er denn? Über 70, würde ich jetzt mal sagen. Anfang Mitte 70? Dann, ich meine, wird der Kinodebüt wahrscheinlich irgendwann in den 70ern gemacht haben. Ja. Obwohl, 67 war Farbfernsehen, haben wir heute gelernt. Ja, in Deutschland. Dann war Kino. Bisschen später wahrscheinlich. Wann war E.T.? Na, E.T. nicht. Wann war es? Einfach nur, um einzuordnen. E.T. war Anfang 80er und der Weiße Hai zum Beispiel war auf jeden Fall schon vorher. Der Weiße Hai ist 70er. Ich weiß nicht, ob der Weiße Hai tatsächlich das Kinodebüt, aber wahrscheinlich war es nicht das Kinodebüt. Aber ich meine, wenn es muss ja vor, entweder davor sein. Ich glaube nicht, dass er mit dem Weißen Hai das Kinodebüt hatte, oder? Nee, glaube ich ja eigentlich auch nicht. Ich meine, es müsste irgendwas. Das Problem ist, kennst du einen Film von ihm vor Weißer Hai, nee, der dir einfallen würde? Das heißt, dann können wir uns das auch schicken, weil ich mich auch nicht. Dann können wir es einfach nehmen. Also, ich wüsste jetzt keinen. Also, das ist zumindest der
nach meinem Empfinden älteste Kinofilm von Steven Spielberg, den ich kenne. Sollen wir es nehmen? Ja, nehmen wir. Ja, komm, wir nehmen Der weiße Hai. Okay, ich löse auf, es ist falsch. Ich muss dazu sagen, ich hätte auch, als ich recherchiert habe, gedacht, dass es irgendwie in die Richtung gehen könnte, aber dann hat die Frage schon für mich einmal klar, habe dann geguckt und es war tatsächlich gar kein, ich kannte den Film selber überhaupt gar nicht. Sugarland Express mit Goldie Hawn und William Atherton. Ich habe mir einen Trailer dazu reingetragen, das Ding ist so verpixelt, man checkt da nichts von. Ist anscheinend so ein Road-Action-Movie tatsächlich. Okay. Hat mir, von wann ist der dann? Weißt du das? Ich hatte gerade geguckt, 74. 1974 tatsächlich. Ja. Hatte ich vorher auch noch nie gehört. Er hat vorher auch schon Fernsehproduktionen und so weiter gemacht, aber deswegen war sein erster Kinofilm ist quasi das Moped gewesen. Aber, ja, aber kann's nicht mehr weit bis zum Weißen Hai gewesen sein von da. Aber Selçuk, ja. Sag mal ehrlich, da wäre die Musik wahrscheinlicher gewesen, dass wir das erraten. Weißt du, was ich meine? Ja, schwierig halt, ne? Bei den 500 Fragen. Ich habe den Film bis heute noch nie gelesen. So. Nee, ich auch nicht. Die Jungs haben echt, also unsere Fragen haben die Jungs fast nie gewusst, aber ihre Fragen wussten wir sehr oft. Und da haben die Jungs echt Glück gehabt, dass sie diese Fragen gepickt haben, Alter. Ja, also, und die mussten von uns auch fragen. Also irgendwie haben wir gegenseitig uns die Fragen. Ja, wir wussten gepickt. Von euch schon ein paar Sachen, gerade am Anfang, später nicht mehr so. Bei den Lohnfragen wussten wir mehr. Ja, und die Kirchengeschichte war total random. Bei den großen Dingern, Alter, haben wir uns echt ein paar Sachen wegpicken lassen, Alter, die waren echt, echt wichtig gewesen, ey. Boah, bei die Art Spiegelmann-Geschichte bei 500, da dachte ich mir nur so, fuck you all, Alter. Aber siehst du, aber auch da warst halt du der Einzige, der es noch wusste. Dass ihr so lange Cartoon offen gelassen habt, obwohl ihr alle davon quasi hattet. Ja, keine Ahnung, Alter, ich wusste es nicht, ich weiß es nicht. Naja, damit gewinnen auf jeden Fall Kalif Selçuk und Christian, aka Tim und Daniel, das heutige Duell mit 1600 zu 1400. Und ja. Fett gemacht, Digga, muss ich GG, fett Alter. Sehr fett. Krass, richtig geil. Ja, cool. Chapeau, chapeau. Vielen Dank. Freue ich mich auf jeden Fall für Arbeit reingesteckt, Leute. Aber wie gesagt, mal gucken. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge. Ich finde, ich weiß, ihr habt Gurkenduell auch sehr gemocht, weil das ja so ein bisschen auf eurem Nacken gewesen ist. Ich finde aber, ihr haut ja auch mal ordentlich Billys und Resubs und so rein. Da kann man sich auch mal hinsetzen und sich mal ein bisschen den Kopf zerbröseln. Okay. Wie ich das gemacht habe, teilweise. Also, ich lag gestern Abend im Bett und konnte mir nicht pennen und hatte dann neben mir so ein Ding, mit Stift und Papier geholt und hab dann einfach überlegt, so was kannst du mal machen und welche Fragen und hab dann einfach gestern Nacht noch welche aufgeschrieben, also zu dem Zeitpunkt, gestern hatte ich zwei Folgen fertig und hatte dann gestern Abend mir noch weitere Fragen im Bett einfach random überlegt, was es sein könnte und dann heute das dritte fertiggestellt. Das heißt, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen, Leute, vielen, vielen Dank, Leute, vielen, vielen, vielen Dank. Und was ich auch mal beim Gurkenduell einfach ein bisschen schade fand, das war halt nach 45 Minuten aus und ich finde, es ist auch immer ein bisschen weak, sag ich mal, wenn man hier eine Sonntagabendshow für euch irgendwie machen will und ja, nach 45, okay, also ihr resubbt und ballert Biddies und dann ist 45 Minuten einfach auch ein bisschen wenig, finde ich, also. Deswegen freue ich mich, dass es euch auf jeden Fall gefallen hat, es wird nochmal mehr geben, als nächstes werden wir aber wieder mal ein Smart Tim machen. Wenn ihr Lust habt, auch hier seid ihr natürlich herzlich eingeladen zu partizipieren. Ich werde fürs nächste Mal, werde ich eine E-Mail-Adresse einrichten, da könnt ihr dann auch Fragen hinschicken mit entsprechender Antwort, bisschen Video und Bilder und so weiter, wenn ihr da was habt, könnt ihr es mir natürlich mit rein verlinken, dann das werde ich aber beim nächsten Mal nochmal ein bisschen genauer. Einfach, jetzt geht es hier wieder eine Hype-Train los, Alter. Ihr seid habt echt hier. dann könnt ihr euch dann auch partizipieren. Das ist dann vielleicht auch ganz cool einfach für euch. Insbesondere würden wir uns natürlich wünschen, wenn ihr noch ein paar coole Smart-Tim-Fragen habt, weil da haben wir, glaube ich, noch für 2-3 Folgen vielleicht Material. Wäre auf jeden Fall cool, wenn ihr da noch was habt, euch da mit einzubringen. Ich hatte auch überlegt, mal Smart-Tim-Fragen irgendwie zu machen, aber weil der Tim das ja quasi immer alles macht, wäre ich dann quasi irgendwie mit raus, weil ich ja irgendwie schon Bescheid wissen würde. Dementsprechend ist quasi hier unser kleiner Jeopardy-Verschnitt quasi eine Möglichkeit von mir mal was reinzubringen, dass der Tim auch mal mitspielen kann, anstatt einfach passiv mitzuhocken und die ganze Zeit die Fragen einfach dann vorzustellen halt eben so. So eine Frage, aber wäre das nicht cooler, wenn wir Selçuk und also wenn wir die Teams beibehalten, damit man das auch so scoren kann, dass man irgendwie, dass wir das so vielleicht machen mit Staffel 1 und dass wir dann in Staffel 2 erste Teams ja durchmixen, dass man wenigstens so ein Best of 3 jedes Mal macht, weißt du, ich meine, dass dann das eine Team halt noch gewinnen kann?
Tja, das was können dann, wir... Dass man immer in jede Staffel 3 Folgen macht, weißt du, und dann können in der 3 Folge wird ja ein Team auf jeden Fall gewinnen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel Tim und Daniel nächste Folge wieder gewinnen, könnte man danach schon Staffel 2 machen und dann neue Teams machen, weißt du, ich meine? Ja. Oder könnte man hinterher noch eine dritte Folge Finale machen? Ja, mal überlegen. Ja. Also, das komplette Konzept für das, was wir heute Abend gemacht haben, das steht noch nicht fest. Also, da sind wir durchaus irgendwie noch variabel und auch gerne für Vorschläge offen, weil wir wissen, wir versuchen das ja auch immer nach eurem Geschmack einfach hier so ein bisschen drum herum zu basteln. Ja, mir war es erstmal wichtig heute, dass wir eine coole Show einfach heute Abend haben. Für die Leute, die traurig sind, dass das Gurkenduell einfach nicht mehr stattgefunden hat. Und ich freue mich natürlich, dass ihr heute so mega zahlreich hier erschienen seid. Ich hoffe, dass ihr alle viel Spaß hattet und bedanke mich auf jeden Fall fürs heutige Zuschauen, auch wenn es am Anfang ein kleines bisschen hektisch turbulent ist. Ich muss noch ein paar Mal die Leute hier aufs Maul hauen im Chat und so weiter und dem Seltschuk mal und euch mal und so weiter. Aber ich glaube, ja, insgesamt eine ganz runde Kiste gewesen. Deswegen allerbesten Dank fürs Zuschauen, Leute, und haut rein. Tschüss. Ciao, ciao, Leute.